Vor etwa 541 Millionen Jahren war die Verteilung von Land und Meer ganz anders, als wir sie kennen. All dies geschah lange vor der Entstehung von Pangäa. Zu dieser Zeit des Kambriums, während der ersten Phase des Paläozoikums, trennt der Iapetus-Ozean Nordamerika von Südamerika und Afrika, das zusammengeschweißt wurde. Das Ganze wird Gondwana genannt. Der Rheische Ozean trennt die afrikanische Küste vom baltischen Kontinent. Andere Ozeane, wie der Panthalassa oder der Paläothetis, bedecken ein sehr großes Gebiet, das Nordchina und Sibirien trennt. Im Laufe der Jahrmillionen haben sich die Kontinente auseinanderbewegt. Die Ozeane haben sich ausgedehnt und auf andere geöffnet. Das Land brach weg und es entstanden Mikrokontinente. Dies ist der Fall im Devon von Avalonia, zu dem Kanada, England, Wales, Frankreich und Dänemark gehören. Im Karbon schrumpfte Nordchina und wurde von den anderen Kontinenten und Mikrokontinenten isoliert. Im Perm begannen neue Bewegungen, die die Länder näher zusammenrücken ließen und Pangäa bildeten. In der Trias wird der Tethys-Ozean durchschnitten. Damit beginnt eine Öffnung, die zum Atlantischen Ozean führt, in dem Pangäa auseinandergerissen wird. Plattensubduktionen, das heißt das Abgleiten einer Platte unter eine andere, und Orogenesen, das heißt Plattenbewegungen, die zur Bildung von Gebirgen führen, formen den Planeten weiter und geben ihm im Laufe der Zeit ein neues Gesicht. Die Aktivität der Ozeanrücken hält den Meeresspiegel hoch. Einige Kontinente sind von flachen Meeren bedeckt. Andere Phänomene verursachen Basaltströme. Kontinente brechen ab, einer nach dem anderen. Und das Wasser und das Meer scheinen in ständiger Bewegung zu sein. Jede dieser Bewegungen führt dazu, dass die Kontinente ein wenig weiter auseinanderdriften und die Welt bilden, wie wir sie heute kennen. Das Paläozoikum und insbesondere die erste Periode des Paläozoikums, das Kambrium, markiert einen echten Wendepunkt für das Leben auf der Erde. Bis dahin bevölkerten nur einzellige Organismen unseren Planeten. Keiner von ihnen verfügt über eine besondere Zelle, die es beispielsweise ermöglichen würde, innere Organe zu bilden. Es handelt sich um einzellige Lebewesen mit weichem Körper. Sie ernähren sich über die Zellmembran, die ihr eigener Körper ist. Das Kambrium markiert eine außergewöhnliche und noch nie dagewesene Veränderung. Die Geburt der mehrzelligen Organismen. Neben dem Auftauchen dieser neuen Lebewesen ist das Kambrium auch gleichbedeutend mit der Explosion des Lebens, das sich in diesem Zeitraum ausbreitete. Zusammenfassend kann man sagen, dass du dich an das Kambrium erinnern solltest, weil es überall auf der Welt von Leben wimmelt und es sich diversifiziert. Die Tiere sind noch weitgehend Weichkörperorganismen, aber ihre differenzierten Zellen ermöglichen es ihnen, sich an ihre Umwelt anzupassen und sich weiterzuentwickeln. Es entstehen spezifische innere und äußere Organe, Augen, Beine, Fühler, Mundwerk, Verdauungssystem, Nervensystem. Auch eine Nahrungskette entsteht und begünstigt so die Entwicklung des Lebens im Meer. Vieles Präkambrium bezeichnet werden. Das Kambrium ist eine entscheidende Periode, ein Schlüsselelement in unserer Geschichte. Du hast sicher schon verstanden, dass das Kambrium unserem Planeten eine neue Wendung gibt. Das Kambrium markiert den Beginn der Urzeit, aber auch und vor allem eine Explosion des Lebens unter Wasser. Organismen entwickeln sich, sie vermehren sich. Sie entwickeln sich weiter und passen sich an ihre Umwelt und an eine neue Lebensweise an. Einige von ihnen werden mit einem Skelett ausgestattet sein, andere mit Schalen oder Panzern. Für diese Tiere ist es eine neue Art, sich der Umwelt zu nähern und um ihr Überleben zu kämpfen.
Für uns Menschen bedeutet es aber auch, dass wir erst viel später Spuren ihres Lebens auf der Erde finden werden. Das war früher nicht der Fall. Deshalb ist es immer noch so schwierig, das Ausmaß des Unterwasserlebens im Präkambrium zu bestimmen. Aber vor 540 Millionen Jahren entwickelte sich unter Wasser eine neue Form des Lebens. Sie können schließlich Muschelabdrücke oder Spuren ihrer Skelette hinterlassen. Elemente, die mit der Zeit versteinern und zu den ersten Zeugen der Unterwassergeschichte werden. Um diese Geschichte zu entdecken und ihre ersten lebenden Organismen aus dem Kambrium kennenzulernen, werde ich sie nach Kanada entführen. Dort hat ein 525 Millionen Jahre altes Gestein seine schönsten prähistorischen Schätze zu bieten. Wenn wir über prähistorische Tiere sprechen, denken wir eher an den Jura, die Kinohelden oder die Kreidezeit. Doch viele andere Tiere, die ebenso fantastisch und wichtig sind, haben die Geschichte der Erde geprägt. Begeben wir uns nun nach Kanada. Wir befinden uns in den Rocky Mountains im Yoho-Nationalpark am Westhang des Mount Stephen in Kanada. Hier machte Charles Doolittle Walcott, ein britischer Paläontologe, 1909 eine absolut unglaubliche Entdeckung. Es handelte sich um eine so große Ansammlung versteinerter Meerestiere, dass man ihr einen Namen gab: Birch's Sea Truff. Die Quantität ist beachtlich. Insgesamt fast 65.000 fossile Exemplare, die zu 120 verschiedenen Arten gehören. Aber auch die Qualität ist spektakulär. Die meisten Fossilien sind ein wenig beschädigt. Es ist selten, dass ein ganzes Skelett perfekt erhalten ist. Die Zeit hat ihr Werk getan und geologische und klimatische Veränderungen haben sich unweigerlich auf die Überreste der Vergangenheit ausgewirkt. Doch in der Birch's-Fauna scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Fußabdrücke sind bemerkenswert, weil auch die Weichteile des betreffenden Tieres zu sehen sind, was sehr selten ist. Das Phänomen wird mit einer langsamen Zersetzung der Tiere erklärt. Die Schiefer, in denen die Fossilien gefunden wurden, bildeten sich nicht allmählich, sondern durch eine Reihe von brutalen und intensiven Schlammlawinen. Die Weichteile waren von Sauerstoff im Wasser isoliert, wodurch sich die Zersetzung der Körper verlangsamte. Schnelles Vergraben und langsame Zersetzung sind die beste Kombination, um Fossilien über Millionen von Jahren zu erhalten. Nachdem du nun mehr über diese frühen Fossilien erfahren hast, lass uns eine Reise in die Vergangenheit machen. Bist du bereit für diese Reise ins Kambrium? Auf der geologischen Zeitskala sind wir jetzt zwischen 541 Millionen und 485 Millionen Jahre alt. Wie du sehen kannst, sieht es ganz anders aus. Die durchschnittliche Temperatur auf dem Globus beträgt 25 Grad Celsius. Auch wenn ein solches Klima mild erscheint, gibt es kein Leben auf der Erde. Sehen Sie sich die Kontinente an. Alles ist Fels, Leere und Einsamkeit, soweit das Auge reicht. Das ist leicht zu erklären. Zu diesem Zeitpunkt unserer Geschichte ist die Ozonschicht so dünn, dass sie den Planeten nicht vor den ultravioletten Strahlen der Sonne schützen kann. Die geringste Hoffnung auf Leben, die auf der Oberfläche hätte auftauchen können, wäre bereits gestorben, ein Opfer unseres Sonnensterns. Die Gewässer sind relativ warm. Trotz der recht schwierigen Bedingungen konnte sich dort Leben entwickeln. Auf dem Kontinent ist dies noch immer unmöglich, aber der Ozean ist voll von Meerestieren aller Art. Die ersten versteinerten Tiere, das heißt Tiere, die fossile Spuren hinterlassen können, kamen in den Ozean. Wirbellose Tiere sind die Könige und bevölkern den größten Teil der warmen und flachen Meere. Wie du siehst, entwickeln sich die ersten Grünalgen. Es sind ein- oder mehrzellige Algen. Sie beschränken sich auf die Ufer- und Küstenlinien, wo sie einen kurzen Teppich bilden, wie unsere modernen Moose.
Diese Algen dienen als Nahrungsgrundlage für eine große Anzahl von Arten. Die Natur hat die ersten Nahrungsketten mit Primärkonsumenten, Vegetariern und Sekundärkonsumenten, Fleischfressern und Raubtieren geschaffen. Tauchen wir tief in die warmen Gewässer des Kambriums ein, um diese Meeresböden zu entdecken. Du kannst Würmer, Schwämme, Mollusken und Stachelhäuter sehen. Diese Hauptgruppen der Tierwelt sind auch heute noch vorhanden. Es gibt aber auch Gruppen, die nicht überlebt haben und schließlich verschwunden sind. Diese werden wir zuerst betrachten. Beginnen wir mit den Trilobiten. Die Trilobiten verdanken ihren Namen der Form ihres Körpers. Sie bestehen aus einem mittleren Lappen und zwei seitlichen Lappen. Sie leben in der Nähe des Meeresbodens. In diesen Fonds sind sie nicht leicht zu sehen. Hier ist ein kleines Exemplar, ungefähr 5 cm. Es ist ein Coticops fernandini. Einige Mitglieder der Trilobitengruppe sind viel kleiner, nur 1 mm. Andere größere Exemplare können bis zu 70 cm lang werden. Dieser Coticops fernandini wirkt in dieser komplexen und primitiven Umgebung ziemlich zerbrechlich. Er ist jedoch perfekt an seine Umgebung angepasst. Seine Augen sind mit zahlreichen Facetten ausgestattet, mit denen er 360 Grad sehen kann. Beeindruckend, nicht wahr? Diese Fähigkeit hat es ihm zweifellos ermöglicht, seine Forschungen zu erleichtern und sich leichter zu ernähren. Wahrscheinlich hätte er trotz des Massenaussterbens am Ende des Perms, der letzten Phase des Paläozoikums, in den salzigen Gewässern des Ozeans überleben können. Leider wagte er sich nicht ins Süßwasser und überlebte daher nicht. Hier ist ein weiteres Mitglied der Arthropodengruppe. Es ist der Yohoya tenius. Er ist sehr klein, nur zwischen 7 und 23 mm und daher schwer zu sehen. Aber wenn du etwas näher kommst, solltest du einige entdecken können. Sie waren in diesem Teil des Ozeans recht zahlreich. Sie bewohnten die sandigen und schlammigen Böden. Dieses kleine Tier hat einige Vorzüge, die für seine geringe Größe entschädigen. Insbesondere ein Schädelschild und 13 Tergitte. Die Tergitte sind Sklerite, das heißt polykristalline Platten. Sie sind dank eines Prozesses, der Sklerifikation genannt wird, gehärtet. Die Tergitte sind Sklerite, die sich an einer bestimmten Stelle des Körpers des Tieres befinden. Wir finden sie auf dem Rücken und sie umschließen den Hinterleib. Unser Exemplar von Yohoya tenius hat 13 Tergitte. Die ersten 10, wie du sehen kannst, enden in Form einer Spitze an den Seiten. Die letzten 3 bilden eine Röhre, die diesen Teil des Körpers schützt. Der Schwanz hat die Form eines Paddels. Um sich zu ernähren, benutzt er die kleinen Anhängsel, die du auf der Höhe des Schädels siehst. Sie sehen aus wie kleine gebogene Beine und eine Art Finger an den Enden. So konnten sie Beutetiere fangen und sich nur von toten Tieren ernähren. Hier ist nun der letzte der Gruppe, der Canadaspis. Er ist nicht der unwichtigste, denn er scheint eines der ältesten Krebse zu sein. Wie du sehen kannst, bewegt er sich auf dem Meeresboden. Er ist ein bentischer Fresser. Mit seinen Anhängseln wühlt er den Schlamm auf, um Nahrung zu finden. Schauen wir uns eine andere Gruppe an, die Archaeociata. Die Archaeociata sind die ersten riffbildenden Metazoen. Ein Riff ist eine Kette von lebenden Organismen wie Korallenriffe, die wir kennen. Die Archaeociata sind keine Korallen, sollten aber nicht mit ihnen verwechselt werden. Es handelt sich um kalkhaltige Schwämme. Der Schwamm besteht aus einem Kelch, eine Art poröser Kegel,
der ineinander verschachtelt ist, um eine innere und äußere Wand zu bilden und so den darin lebenden Organismus zu schützen. Einige Exemplare nehmen den gesamten Kelch ein, andere Organismen nehmen nur den oberen Teil des Kelchs ein. Es gibt viele Arten in dieser Gruppe. Diese Schwämme ernähren sich durch Filtration. Sie ernähren sich von Zooplankton, Phytoplankton und organischen Partikeln in Suspension. Sie sind empfindlich und können nur unter sehr strengen Bedingungen überleben. Sie vertragen keine Veränderungen der Temperatur, des Salzgehaltes und der Tiefe. Dies ist zweifellos der Grund für das Aussterben dieser Art. Er ist wahrscheinlich das erste Superraubtier unseres Planeten. Der Anomalocaris ist nicht sehr ästhetisch und hat nicht viel Charme, aber um sich zu ernähren, ist es besser, geschickt, stark, schnell oder ein guter Stratege zu sein, als niedlich. Diese seltsame Garnele ist etwa 1 Meter lang. Anomalocaris hat 2 große schwarze Augen, die es ihm ermöglichen, mit seiner Umgebung zu interagieren. Seine Sicht ist nicht sehr klar und er nimmt die Landschaft wahrscheinlich nicht sehr gut aus der Ferne wahr. Aber seine Augen ermöglichen es ihm, seine Opfer aufzuspüren. Sein Maul ist ein echter Halsabschneider. Er ist mit scharfen Knochenplatten ausgestattet, um seine Beute zu zermalmen. Kehren wir an die Oberfläche zurück und lassen wir diesen Anomalocaris seiner Arbeit nachgehen. Er symbolisiert perfekt den enormen Evolutionssprung der lebenden Organismen seit dem Kambrium. Wir verlassen nun das Kambrium und lernen die Wassertiere des nächsten Zeitalters, des Ordoviziums, kennen. Das Ordovizium ist das 2. der 6 geologischen Systeme, aus denen das Paläozoikum besteht. Die Unterscheidung der geologischen Schichten ermöglicht ein besseres Verständnis und eine bessere Einschätzung der Umwelt, in der wir uns befinden. Bis 1800 nahm man an, dass das Kambrium dem Silur vorausging. Dann, im Jahr 1879, erkannte Charles Lapworth, dass eine weitere Phase dazwischen lag. Die Weltmeere und das Land kühlten ab. Riesige Öl- und Gasvorkommen tauchten auf. Außerdem kam es zu einer neuen Explosion der Artenvielfalt unter Wasser. Deshalb war es wichtig, diese Phase von den beiden anderen zu unterscheiden. Auf der geologischen Zeitskala liegt das Ordovizium zwischen minus 485 und minus 443 Millionen Jahren. Die Kontinente Baltica und Laurentia kollidieren. Gegen Ende dieser Periode lag Gondwana nahe am Pol und war weitgehend von Gletschern bedeckt. Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte unserer Ozeane war der Meeresspiegel höher als im Kambrium und die Temperaturen waren etwas angestiegen und erreichten an der Erdoberfläche 30 Grad Celsius. Die Zahl der Gattungen und Familien der Lebewesen verdreifachte oder vervierfachte sich im Vergleich zur vorherigen Epoche. Der Beginn des Ordoviziums wird auch durch das Auftreten von Japetoniatus fluctivagus markiert. Er gehört heute zu der ausgestorbenen Familie der Conodonten. Diese Art ähnelt schließlich einer Art, die wir heute kennen, dem Aal. Was sie unterscheidet, sind ihr Kopf und ihre Zähne. Lange Zeit waren die einzigen Fossilienstücke, die man fand, seine Zähne. Es war sehr schwierig, sich den Rest des Körpers anhand eines einfachen Kiefers vorzustellen. Inzwischen liegen uns einige Elemente vor, die es uns ermöglichen, den weichen Teil zu definieren und somit zu schätzen, dass es sich um eine Art Aal handelt. Obwohl die Art Zähne hat, gehen die Wissenschaftler davon aus, dass sie hauptsächlich als Filter für die Ernährung von Plankton verwendet wurde. Nach der Untersuchung des Körpers ist es unwahrscheinlich, dass das Tier als Raubtier eingestuft wird. Andere Gruppen, die bereits im Kambrium auftraten, aber noch sehr wenige waren, entwickelten sich im Ordovizium. Dies gilt für die gegliederten Brachiopoden, Kopffüßer, Seelilien, Ostrakoden
Bryozoen, Graptolithen, Konodonten, wie wir bereits gesehen haben, und natürlich Korallen. Die ersten Ektopoden erscheinen zur gleichen Zeit. Sie sind das, was wir Moostiere nennen. Sie sind festsitzend und leben zum Beispiel auf einem felsigen Element. Der Körper eines Ektopoden versammelt eine sehr große Anzahl kleiner Tiere, die Zooide genannt werden. Dies nennt man eine Kolonie. Jeder Zooid lebt in einer kleinen Hütte aus Kalkstein. Diese Hütten, die miteinander verbunden sind, bilden das Skelett der Kolonie. Die Kolonien können verschiedene Formen annehmen, ähnlich wie Korallen, Moos oder sogar Spitzen. Die Korallen waren bisher isoliert. Sie werden beginnen, sich weiter auszubreiten. Hier kannst du die ersten Korallenriffe im Ozean sehen. Wie du dir vorstellen kannst, ist in diesen Riffen Leben zu Hause. Du kannst die ersten Muscheln in der Nähe dieser primitiven Korallen finden. Die Familie der Muscheln gab es zwar schon im Kambrium, aber sie entwickelte sich weitgehend im Ordovizium. Die Schale einer Muschel besteht aus Calciumcarbonat und umfasst zwei im Allgemeinen ähnliche Teile, Schalenäquivalente, die als Ventile bezeichnet werden. Diese sind an einem ihrer Ränder durch ein flexibles Band miteinander verbunden. Eine starke Zunahme der Vielfalt der Muschelarten geht mit dem Auftreten von Dysodonten, Heterodonten und Taxodonten einher. Unter den Muscheln können wir die Raffinesquina in einem Halbkreis oder die länglichere Modiolopsis erkennen. Andere Weichtiere, wie zum Beispiel die Gastropoden, befinden sich in der Entwicklung. Diese Klasse von Weichtieren zeichnet sich durch die Verdrehung ihrer Eingeweidemasse aus. Es gibt eine große Vielfalt an Formen, aber man erkennt sie im Allgemeinen an ihrer charakteristischen, verdrehten, einnervigen Rückenschale, wenn sie vorhanden ist. Sie haben einen Fuß und einen deutlichen Kopf. Ihr Fuß ist in einer breiten Ventralsohle abgeflacht, was sie zu ausgezeichneten Schwimmern macht. Ihr Kopf besteht aus Augen und einer Radula. Hier ist eine Strepsodiscus und ein Stück weiter eine Kippe Vella. Beides Wasserschnecken. Ich möchte dir jetzt ein weiteres Tier mit einem Gehäuse vorstellen, das aber viel größer und für seine Jagdfähigkeiten bekannt ist. Die Orthoceras erreichten unverhältnismäßige Größen. Hier ist einer der größten Orthoceras seiner Kategorie, der Riesen-Orthoceras. Er trägt seinen Namen zurecht. Wenn die Wohnräume des Kopffüßers bis zu 2 Meter lang sein konnten, war die Schale etwa 10 Meter lang. Dieser Orthoceras ist ziemlich beeindruckend. Er war ein furchtbarer Räuber und stieg schnell an die Spitze der Nahrungskette auf. Man könnte ihn mit einem Oktopus oder einem Riesenkalmar vergleichen. Um zu jagen, benutzte er seine Tentakel, um die Beute zu fangen. Dann verschlang er sie mit seinem Schnabel. Da dieses Tier im tiefen Wasser lebte, konnte es sehr schlecht sehen. Aber wie bei den meisten Lebewesen in diesem Fall, gleichen andere Sinne dieses Handicap aus. Bei ihm ist es der Geruchssinn. Er riecht schon von Weitem seine zukünftigen Opfer, die seine Tagesspeise werden. Von Wirbeltieren haben wir bisher nicht viel gesehen. Auch wenn Mollusken sehr präsent sind, werden Wirbeltiere im Ozean immer wichtiger. Hier ist einer von ihnen, ein Fisch der Gattung Anyates. Das bedeutet, dass er keinen Kiefer hat. Trotzdem hat er keine Probleme bei der Nahrungsaufnahme. Das Maul von Sacabambaspis janveri war mit fast 60 Reihen kleiner, knöcherner Mundplatten ausgekleidet, die wahrscheinlich beweglich waren, um durch das Ausdehnen und Zusammenziehen der Mundhöhle und des Rachens eine effektive Saugwirkung zu erzielen. Mit ihrem großen Kopf, dem flachen Körper und dem wedelnden Schwanz sieht sie ein wenig wie eine Kaulquappe aus. Eine große Kaulquappe von 25 cm Länge.
Wir haben diese Reise gerade erst begonnen und schon werden die ersten Ereignisse an Land und auf See immer komplizierter. Am Ende dieses Zeitraums erlebt der Planet das erste Massenaussterben und das zweitgrößte jemals bekannte. Zwischen 60% und 80% der marinen Arten werden verschwinden. Die Ursache? Ein drastischer Rückgang des CO2 in der Atmosphäre, der zu einer globalen Abkühlung führt. Einer der Faktoren, der die Eiszeiten in dieser Epoche verhindert hat, ist die hohe CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die damals 8 bis 20 Mal höher war als die vorindustriellen Werte. Es ist schwierig, die genaue Ursache zu ermitteln, aber eine plausible Hypothese ist, dass sich im späten Ordovizium nicht-vaskuläre Pflanzen an Land ansiedelten und entwickelten. Diese bedeutende Veränderung der Biosphäre hätte den Prozess der Silikatumwandlung auf den Kontinenten beschleunigt. Dieser Prozess hätte durch die Bindung sehr großer Mengen an Kohlendioxid zu einem Rückgang der Erdtemperatur und zur Entstehung der polaren Eiskappen geführt. Die Folgen halten an, da die Eisschilde die Albedo der Erde erhöhen, wodurch mehr Sonnenstrahlen reflektiert werden, was den Temperaturrückgang noch verschärft. Eine andere Theorie besagt, dass eine große kontinentale vulkanische Aktivität Basaltströme in der Eruptionsprovinz Katyn verursacht hat. Diese Kippung befindet sich am Übergang zwischen einer Periode, in der die Kontinentalmassen weit verstreut waren und ein warmes Klima herrschte, und einer Kaltzeit, die während des Katyn beginnt und mit der rhirnantianischen Vereisung, die durch die Wanderung des Superkontinents Proto-Gondwana zum Südpol verursacht wird, ihren Höhepunkt erreicht. Diese vulkanischen Aktivitäten hätten große Mengen an CO2 in die Atmosphäre freigesetzt und granitische Gesteine durch basaltische Ebenen ersetzt. Das Problem dabei? Basaltgestein erodiert viel schneller als Granitgestein, was bedeutet, dass es viel mehr CO2 in der Atmosphäre speichert. Schon bald sank der CO2-Gehalt in der Atmosphäre unter das Niveau der vorvulkanischen Aktivität. Diese Vergletscherung führte jedoch zu einem Absinken des Meeresspiegels um mehrere hundert Meter. Die durchschnittliche globale Oberflächentemperatur sank von 30 Grad auf 10 Grad Celsius. Die Lebewesen, die sich in den Tiefen des Ozeans niedergelassen hatten, mussten also mit ansehen, wie ihr Lebensraum abkühlte und schrumpfte und waren ohne Ausweg. Die Rate des Aussterbens von Meerestierfamilien im oberen Ordovizium ist mit etwa 20 Familien pro Millionen Jahre die höchste, die jemals in der Erdgeschichte aufgezeichnet wurde. Die Vergletscherung dauerte zwischen 1 und 35 Millionen Jahren. Die Überlebenden hätten es schwer gehabt, sich in diesen chemisch feindlichen Gewässern zu erholen. Sobald der Meeresspiegel wieder anstieg, sank der Gehalt an gelöstem Sauerstoff im Wasser, was die Aufnahme von giftigen Metallen in den Ozeanen erhöht hätte. Diese Anoxie hätte viele der Überlebenden der ersten Welle des Aussterbens getötet. Nach diesem Aussterben folgt eine neue geologische Phase, das Silur. Im Laufe der Jahrmillionen wird allmählich wieder CO2 in die Erdatmosphäre eingeleitet, wodurch sich der Planet erwärmt und die Eiszeit beendet wird. Nach diesem Massenaussterben breitet sich das Leben in den Ozeanen wieder aus. Es vermehrt sich und diversifiziert sich. Korallenriffe sind zu bewundern, vor allem an den Küsten des Pantalassa-Ozeans und an den flachen Meeresböden von Paläotetis. Das Klima ist mild, 20 Grad Celsius am Thermometer. Die Korallen, vor allem die Ruffy und die Tabulate, fühlen sich im Meer wohl. Die erstere hat ein Kalkskelett, ein felsiges Element. Sie war ein Einzelgänger und wird mehr und mehr kolonial, daher die Bildung von Riffen. Bei der zweiten besteht ihr Exoskelett, ein äußeres Skelett, aus Kalzit. Hast du den Fisch bemerkt, der sich soeben hinter den Korallen von uns entfernt hat? Es ist der Pharyngolepsis oblongus. Er gehört zu der Familie der Anapsiden.
Er misst etwa 25 cm. Er hat zwar After- und Schwanzflossen, aber keine Brustflossen, sondern knöcherne Stacheln. Für diesen Fisch, der sich im Meeresboden ernährt, ist das zweifellos ein Mittel, um sich vor Raubtieren zu schützen. Ein Stück weiter kannst du eine andere Fischart sehen, die ebenfalls diesen Teil der Ozeane bevölkert. Diese kieferlosen Fische gehören zu den Arten, die im Salzwasser, aber auch im Süßwasser der Flüsse lebten. Erkennst du das Schädelschild dieses Ateliaspis tessellata? Trotz seiner nadelförmigen Gestalt auf einem großen Teil seines Körpers ist er tatsächlich ein Fisch. Er hat zwei Flossen, mit denen er sich im Wasser bewegen kann. Es gibt auch andere Fische dieser Art, wie den Cephalaspis, der sich in den Flussmündungen wohlfühlt. Er gehört zu den Detritivoren. Weit davon entfernt, an der Spitze der Nahrungskette zu stehen, schützt er sich dank seines Schädelschildes vor Fressfeinden. Aber das war nicht sein einziger Nutzen. Das war aber auch nicht sein einziger Verwendungszweck. Sein Schild hatte nämlich am Rand und in der Mitte sensorische Platten, die dazu dienten, das Vorhandensein von Würmern und anderen wühlenden Organismen im Schlamm zu erkennen. Aber in dieser Zeit gab es nicht nur kieferlose Fische, ganz im Gegenteil. Einer der Höhepunkte des Silur ist das Auftauchen von Kiefern bei Wirbeltieren. Die ersten mit diesem berühmten Kiefer, der am zweiten Astialbogen ansetzt, sind die Acanthodia mit ihren stacheligen Flossen und die Plagodermen, deren vorderer Teil des Körpers von einem knöchernen Panzer umschlossen ist. Einige dieser Fische hatten ein Knochenskelett, andere eher ein Knorpelskelett. Sie sind zahlreich und sehr vielfältig in diesem Zweig. Du kannst hier Cheiracanthus morgisoni sehen. Aber wir werden unsere Aufmerksamkeit auf diesen Climatius richten. Es ist ein Stachelhai. Er ist ein ziemlich guter Schwimmer und war auch ein guter Jäger. Er ernährt sich hauptsächlich von anderen Fischen, macht aber nicht das feine Maul vor einem Krustentier auf. Was an ihm ziemlich überraschend ist, ist gerade sein Kiefer. Der Unterkiefer ist mit mehreren scharfen Zähnen ausgestattet. Beim geringsten Anzeichen von Abnutzung fallen die Zähne aus, um Platz für einen neuen, perfekt geschärften Zahn zu machen. Der Oberkiefer hat überhaupt keine Zähne. Eine weitere Kategorie von Lebewesen kennzeichnet das Silur. Das sind die Eorypteriden. Es gab sie bereits im Ordovizium, aber das Silur ist ihre beste Zeit. In dieser Periode sind sie am zahlreichsten und vor allem am vielfältigsten. Hier ist einer von ihnen, ein Acotyramus. Dieses schöne Exemplar misst bereits 2,5 Meter. Es ist der größte bisher bekannte Arthropode. Abgesehen von seinen außergewöhnlichen Ausmaßen verfügte er auch über eine schnelle und effiziente Schwimmtechnik. Sein letztes Beinpaar bildete ein richtiges Paddel, während sein Unterleib wellenförmig war, um an Geschwindigkeit und Beweglichkeit zu gewinnen. Auch für die Ernährung hat er einige Vorzüge, um im Meer zurechtzukommen. Seine Cheliceren, kleine Anhängsel am Schädel, die je nach Art die Form eines Hakens oder einer Klaue haben, befinden sich unter seinem Kopf, wenn er ruht. Wenn er jedoch hungrig ist, stürzt er sich mit ihnen auf seine Beute. Vor diesen beiden Kopffüßern sollte man sich auf jeden Fall in Acht nehmen. Pragmoceras eoristoma und Pragmoceras dubium haben eine hübsche Schale, die in Form einer phrygischen Kappe gebogen ist. Aber das nützt nichts gegen das Ungeheuer, das sich in diesen Gewässern herumtreibt. Die gepanzerten Fische haben ihren großen Auftritt. Diese Fische haben einen dicken Knochenpanzer am Kopf und am Brustkorb. Platten dieses Panzers ermöglichten es ihnen, ihre lebenswichtigen Organe wie Augen, Gehirn, Herz und so weiter vor Angriffen durch Raubtiere und vielleicht manchmal sogar durch andere Fische zu schützen. Diese Fische waren nicht sehr schwierig. Sie waren sowohl in Riffen und Deltas als auch im offenen Meer zu Hause. Ihre Ernährungsweise war ebenso vielfältig.
Einige ernährten sich von Algen, anderen zerkleinerten Weichtiere, wieder andere waren Fleischfresser. Entelodontus primordialis ist einer der ersten Placodermen. Sein Kopf und sein Körper waren mit dicken Platten bedeckt, während sein Schwanz Schuppen trug. Er hatte Kiefer, aber keine Zähne, und seine kleinen Augen waren in großen, tiefen Höhlen verborgen. Jede neue geologische Phase hat ihren Meilenstein und eine neue Facette der Erde. Diesmal ist es das Auftreten von Gebirgen an zwei verschiedenen Orten. Die erste Orogenese, das Phänomen der Gebirgsbildung, findet im Iapetus-Ozean statt, nachdem zwei Kontinente, Laurentia und Avalonia, zusammengestoßen sind. Die zweite umfasst auch Laurentia und Armorica. Zwei Ozeane schließen sich, der Iapetus und der Reg. Andernorts kommt es zu Verschiebungen von ozeanischen Platten unter benachbarten Platten. Mehrere physikalische Reaktionen folgen nacheinander und lassen die Welt entstehen. Die Temperatur ist beträchtlich gestiegen und nähert sich auf der Erde 30 Grad Celsius. Es muss gesagt werden, dass wir mit unserem Kopf unter Wasser nicht gesehen haben, wie sehr sich die Oberfläche der Kontinente verändert hat. Die Vegetation ist stark gewachsen und die Photosynthese funktioniert, sodass der Kohlendioxidgehalt sinkt. Die Vegetation ist im Moment noch klein, aber im Devon finden wir die Anfänge des Waldes. Stromatoporen, Stabkorallen und Tetrakorallen bauen weiterhin die Riffe auf. Sie wachsen, diversifizieren und organisieren sich und können so neue Arten herzlich willkommen heißen und beherbergen. Brachiopoden und andere Muschelarten entwickeln sich in den devonischen Gewässern weiter. Die Panzerfische vermehren sich. Hier sehen wir einen Botryolepis und ein Stück weiter einen Dunkleus theus. Nähern wir uns zunächst dem Botryolepis. Dieser scheint ein Botryolepis canadensis zu sein, um genau zu sein. Es ist ein kleines bentisches Tier. Mit anderen Worten, er bewegt sich auf dem Meeresboden. Er bevorzugt Süßwasser und gehört zu den Detritivoren. Dieses kleine Meerestier ernährt sich von tierischen, pflanzlichen und pilzlichen Abfällen, kurz gesagt von allen organischen Elementen, die sich in der Zersetzung befinden. Er wird im Allgemeinen etwa 30 cm groß, kann aber auch bei der größten Art, der Botryolepis maxima, 100 cm erreichen. Schauen wir uns den Dunkleus theus, der zur Familie der Placoderm gehört, genauer an. Dunkleus theus war ein gepanzerter Fisch. Die gepanzerten Fische, die im Silur auftauchten, herrschten im Devon. Sie wurden die Könige der Ozeane und forderten die riesigen Eorypteroiden heraus, die bis dahin die gefährlichsten Raubtiere waren. Einer der längsten und furchterregendsten dieser gepanzerten Fische ist der Dunkleus theus. Dieser Knorpelfisch ist einer der ersten Vertreter der Gattung Contrichthyes. Er hat gepaarte Flossen, gepaarte Nasenlöcher, Schuppen und ein Herz mit mehreren Kammern. Du siehst die Flossen, die paarweise auf jeder Seite des Körpers angeordnet sind. Er hat ziemlich große Augen und kleine, aber scharfe Zähne. Er ernährt sich von Fischen und kann in einer Gruppe leben. Dies muss Cladoselacae elegans sein. Trotz seiner Größe zwischen 60 und 180 cm ist er die Lieblingsbeute des Mastodons der Meere, des Dunkleus theus. Die Fische mit gestrahlten Flossen bevölkern weiterhin die Meere, wie dieser Actinopterygian Cheirolepis. Andere, wie die Fische mit fleischigen Flossen, haben eine außergewöhnliche Entwicklung durchgemacht. Das sind Lungenfische. Zusätzlich zur Kiemenatmung haben diese Fische eine Lunge. Diese Arten von Fischen kennt sehr unterschiedliche Morphologien.
Hier ist ein Lepidosirin paradoxa. Er ist ziemlich lang und hat eine Mittelflosse, die den hinteren Teil des Körpers umgibt. Er hat auch Brust- und Beckenflossen, die aber eher wie fadenförmige Auswüchse aussehen. Hier ist ein weiterer Vertreter der gleichen Familie, Neokeratodus forsteri. Er ist viel gedrungener, aber er gehört tatsächlich zur gleichen Familie. Eine weitere Besonderheit dieses Fisches ist seine Fähigkeit, an der frischen Luft genauso leicht zu atmen wie in einer Tiefe von 30 Metern unter Wasser. Er ist in der Lage, im Schlamm zu kriechen oder bei bestimmten Lungenfischarten eine Höhle im Schlamm anzulegen und einen Kokon zu bilden, indem er einen Schleim absondert, der einem lebenden Gewebe mit antimikrobiellen Eigenschaften gleichgestellt zu sein scheint. All diese außergewöhnlichen Fähigkeiten haben zweifellos dazu beigetragen, dass sie trotz der klimatischen und physikalischen Veränderungen, denen der Planet im Laufe der Jahrmillionen unterworfen war, überleben konnten. Auf der geologischen Zeitskala befinden wir uns jetzt zwischen minus 359 und minus 299 Millionen Jahren. In der Karbonzeit beginnt die Bildung von Pangäa. Fast alle Kontinente werden zu einer einzigen Kontinentalmasse zusammengeschweißt. Ein weiteres wichtiges Element dieser geologischen Phase ist die Transgression des warmen Wassers, das Paläotis, auf die kontinentalen Plattformen. Dadurch konnten sich viele Korallenriffe entwickeln. Auch die Erosion bringt viele Veränderungen mit sich. Sie begünstigt die Bildung von Gebirgen, aber auch von Vegetation. Die CO2-Menge wird also weitgehend abnehmen und gleichzeitig die Temperatur des Planeten, die heute bei etwa 15 Grad Celsius liegt, senken. Während die Familie der Gliederfüßer, wie zum Beispiel der Trilobit, den wir im Kambrium entdeckten, an Schwung verliert und sich ihrem Ende nähert, entwickeln sich andere Meerestiere weiter. Aufgrund der Beschaffenheit von Korallenriffen vermehrt sich die Population bestimmter Meerestiergruppen. Brachiopoden, Stachelhäuter und Mollusken zum Beispiel leben in diesen warmen Gewässern. Hier ist ein Mitglied der Familie der Brachiopoden, der Productus subaculeatus. Seine Schale ist sehr klein, nur zwischen 12 und 24 Millimetern. Er wandelt nicht weit von etwas entfernt, das von weitem wie eine Pflanze aussieht, aber nicht ganz eine ist. Seelilien haben eine Morphologie, die an eine Pflanze erinnert. Dieser Ähnlichkeit verdanken sie auch ihren Namen. Krinoid bedeutet Seelilie. Der Stiel kann mehr oder weniger lang sein und die Wurzeln sind im Meeresboden verankert. Am anderen Ende ist eine Krone zu sehen. Sie setzt sich aus den verschiedenen verzweigten Armen der Seelilie zusammen. Sie ist ein echter Unterschlupf für viele Meerestiere, wie zum Beispiel Schnecken. Die Arme bilden nicht nur einen Unterschlupf, sondern ermöglichen es ihr auch, sich durch Filtration von Plankton zu ernähren. Der Stiel bildet ein Kalkskelett. Dieses Exemplar gehört, wie du vielleicht schon vermutet hast, zur Familie der Haie. Das Beeindruckendste an diesem Fisch ist zweifellos sein Kiefer. Sieh genau hin, du wirst feststellen, dass sein Unterkiefer wie eine Kreissäge geformt ist. Das verheißt nichts Gutes für andere kleine Wirbeltiere, die seinen Weg kreuzen. Eine weitere ziemlich seltsam geformte Haifischfamilie ist die Familie der Stetacanthus. Hier ist einer von ihnen, ein Stetacanthus altonensis. Seine Rückenflosse sieht aus wie eine Art Amboss. Sollte sie potenzielle Fressfeinde abschrecken oder war sie ein charmanter Vorteil für die Fortpflanzungszeit? Schwierig zu sagen. Dieses Exemplar ist einer der ersten Knorpelfische, die im Meer schwammen. Er teilt dieses kleine Kunststück mit der Cladoselacke und dem Gladbacchus. Er schätzt sehr kleine Fische, aber auch primitive Amphibien, die er ohne große Schwierigkeiten jagen konnte.
Wir kommen nun zur letzten geologischen Phase des Paläozoikums, dem Perm. Diese Periode ist zwischen minus 299 und minus 251 Millionen Jahre alt. Pangäa ist am Ende. Die Temperatur schwankt zwischen 15 und 18 Grad Celsius. Der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre steigt weiter an, zweifellos dank der Vegetation des Kontinents, die weiterhin den kleinsten Quadratkilometer der Oberfläche erobert. Die Riffe sind eine wahre Brutstätte des Meeres. Sie sind für das Überleben vieler Arten unerlässlich. Korallen tragen natürlich zu ihrer Entwicklung bei, aber sie sind bei Weitem nicht die einzigen. In dieser intertropischen Zone kannst du einen großen gelben Schwamm sehen. Nein, das ist kein Stein, sondern ein riesiger Schwamm. Dieser Schwamm ist wahrscheinlich etwa 2 Meter hoch. Hier leben viele Filterfresser. Wir können Brachiopoden sehen, aber auch Mollusken. Der, den du hier siehst, ist ein Cooperoceras texanum. Wie du sehen kannst, hat diese Art entlang ihrer Schale Stacheln entwickelt. Dies ist eine wirksame Verteidigung gegen bestimmte Fressfeinde. Diese Fische mit Knorpelskelett gibt es schon seit mehreren Millionen Jahren und sie entwickeln sich im Perm weiter. Sie verfügen über eine an das Schwimmen angepasste Muskulatur, zunehmend entwickelte Sinnesorgane und einen kräftigen Kiefer. Hypodus ähnelt sehr dem Hai, den wir heute kennen. Er konnte bis zu 2 Meter lang werden. Er war ein hervorragendes Raubtier und konnte aufgrund seiner Morphologie viele Arten von Beutetieren jagen. Die Form seiner Zähne lässt vermuten, dass er sich sowohl von Fischen als auch von anderen Meerestieren ernährte. Hier ist ein weiteres Exemplar aus derselben Familie. Trotz seines Aussehens ist Ortacanthus tatsächlich ein primitiver Hai. Er hat einen ziemlich langen und schlanken Körper, aber er hat auch scharfe Zähne. Im Gegensatz zu den vorherigen Fischen haben diese Fische ein Knochenskelett. Eine weitere Besonderheit dieser Familie von Wirbeltieren ist die gestrahlte Flosse, das heißt mit einem starren Knochenteil. Hier ist eine Aeduella blainvillei. Die ausgewachsenen Exemplare sind zwischen 5 und 20 cm lang. Seine Rückenflosse befindet sich in der Verlängerung der Afterflosse. Sie hat auch Bauchflossen, die aber eher klein und dünn sind. Er war zweifelsohne ein guter Schwimmer. Diese Fähigkeit war sicherlich eine überlebenswichtige Technik, um vor seinen zahlreichen Fressfeinden wie Actinodon, einer Temnospondyli-Amphibie, oder Haien wie Expleoracanthus zu fliehen. Diese Familie haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt. Sie taucht im Karbon auf, entwickelte sich aber hauptsächlich im Perm und in der Trias. Einige von ihnen messen nur wenige Zentimeter, während andere etwa 10 Meter lang sind. Wie du siehst, ist diese Kategorie sehr vielfältig. So unglaublich es auch erscheinen mag, in dieser Klasse gibt es die Familie der Temnospondylen. Sie sind Fleischfresser und haben sich sowohl an Land als auch am Meer und im Süßwasser einen Platz geschaffen. Hier ist einer von ihnen, ein Eriops megacephalus. Ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Normalerweise ist er zwischen 1,5 und 2 Metern groß, kann aber auch bis zu 3 Meter lang werden und wiegt mehr als 200 Kilogramm. Sein riesiges Maul lässt nicht erahnen, was sich darin befindet. Aber wenn du etwas näher kommst und sein Maul öffnest, wirst du sehen, dass er viele gebogene Zähne hat. Unglaublich für eine Amphibie, oder? Außerdem haben sie einen Zahnschmelz mit einem Faltenmuster. Sogar sein Gaumen ist hervorragend ausgestattet. Es gibt 3 Paar nach hinten gebogene Reißzähne. Das ist eine echte Falle, selbst für glitschige Beutetiere. Keines der Wassertiere, denen wir begegneten, schien die drastischen Veränderungen und die schwerwiegenden Folgen, die ihnen bevorstehen, zu bemerken.
Der Zusammenschluss aller Kontinente zu einem einzigen Block führte zu einer allgemeinen Senkung des Meeresspiegels. Die Bildung von Pangäa führt also zu einer Verringerung der Meeresoberfläche, die zu einem großen Teil besiedelt war. Der Meeresspiegel sank um 250 Meter. Die Meere sind nun flach. Das Wasser stagniert und ist warm, sauerstoffarm und daher ungünstig für das tierische Leben. Die warmen Strömungen um den Südpol und der Anstieg des CO2-Gehalts in der Atmosphäre haben die Polkappe, die den Pol bisher bedeckte, schmelzen lassen. Diese Veränderungen führen zu weiteren. Die Eiskappen sind nicht mehr oder in zu geringer Zahl vorhanden, um die Sonnenenergie zurück ins All zu reflektieren. Intensive Vulkanausbrüche folgen aneinander und reichern die Atmosphäre mit CO2 an. Die globale Erwärmung ist im Gange. Das Treibhausgas hat sich mit CO2 verbunden, um die Intensität dieser Erwärmung noch zu verstärken. Der Anstieg der Meerestemperatur hat die im Meeresboden gespeicherten Methanvorkommen destabilisiert. In Sibirien kommt es zu gewaltigen Basaltausbrüchen, die immer mehr CO2 in die Atmosphäre spucken. Die größte biologische Krise aller Zeiten ist im Gange. Nichts kann sie mehr aufhalten. Viel weniger bekannt als das Verschwinden der Dinosaurier ist die permisch-triassische Krise dennoch die tödlichste. Das permisch-triassische Aussterben ist einer der tödlichsten, vielleicht sogar das schwerste, das die Welt je erlebt hat. 90% der marinen Arten, 75% der Wirbeltiere und fast alle primitiven Amphibien werden vom Erdboden verschwinden. Nach dieser Krise kommt die Natur zu ihrem Recht. Das Leben nimmt seinen Lauf. Nichts ist einfach. Es braucht Zeit. Aber die Natur ist erstaunlich. Wir betreten jetzt das Mesozoikum. Es liegt zwischen minus 251 und minus 66 Millionen Jahren. Während der Beginn des Paläozoikums dank des Auftretens spezifischer Zellen einen Wendepunkt für die lebenden Organismen markiert, ist das Mesozoikum Zeuge des Auftretens neuer Arten wie Säugetiere, Vögel, Dinosaurier und natürlich Angiospermen. Letztere sind Pflanzen, die Blüten und Früchte bilden können. Dieses Phänomen hat enorme Auswirkungen auf das terrestrische Ökosystem. Das Mesozoikum, das in drei Perioden unterteilt ist, die Trias, den Jura und die Kreidezeit, begann auf einem einzigen Kontinent, Pangäa. Im Laufe der Perioden brachen die Kontinente auseinander, zerfielen, drifteten auseinander und schufen die geografische Welt, wie wir sie heute kennen. In der Trias waren alle Kontinente in einem einzigen Land, Pangäa genannt, vereint. Doch nach und nach trennten sich zwei Gruppen und es entstanden Laurasia und Gondwana. Das Klima wird immer wechselhafter. Es gibt tropische Gebiete, andere gemäßigtere und trockene und aride Gebiete. Es scheint auch ausgeprägtere Sommer und Winter zu geben. Fauna und Flora haben sich an diese neuen Bedingungen angepasst. An der Basis der Nahrungskette finden wir Schwämme, Polypen und Seelilien. Auch Insekten werden immer zahlreicher, vor allem im Jura. Diese Tiere ermöglichten anderen, insbesondere Fischen, das Überleben. Wir befinden uns in der ersten Phase des Mesozoikums. Auf der geologischen Zeitskala liegt die Trias zwischen minus 252 und minus 201 Millionen Jahren. Die Durchschnittstemperatur beträgt 18 Grad Celsius, kann aber je nach Region variieren. Einige sind Wüsten, andere werden vom Monsun beeinflusst. Die eisigen Gebiete sind sehr dünn besiedelt, die gemäßigten Gebiete sind schon lebenswerter. Aber gerade in den tropischen Zonen ist das Leben im Ozean am lebhaftesten. Die Atmosphäre besteht zu 18% aus Sauerstoff, enthält aber nur sehr wenig CO2, nämlich nur 0,25%. Das Klima wird wärmer.
Während des gesamten Mesozoikums gab es auf der Erde keine Vergletscherung. Der Ozean versucht, die Riffe wieder aufzubauen. Den ersten Unterwasserlebensraum für einen großen Teil der aquatischen Arten. Die Tetrakorallen wurden weitgehend ausgerottet. Nach und nach nehmen Hexakorallia-Korallen ihren Platz ein. Hier kannst du die Kalkalgen sehen, die die Korallen bei der harten Arbeit des Riffaufbaus unterstützen. Bald wird das Leben wieder aufblühen können. In der Trias gelang es schließlich Arten, die im Perm versucht hatten, sich zu entwickeln, einen Platz in dieser Welt zu finden. Ammoniten und Seeigel zum Beispiel diversifizieren und vermehren sich. Siehst du? Hier siehst du einen Cryoceratites emeritii, der zu den Ammoniten gehört. Er wird als aufgerollter Ammonit bezeichnet. Du kannst wahrscheinlich verstehen, warum. Seine Schale rollt sich auf und bildet so einen wirksamen Schutz gegen bestimmte Raubtiere. Ein Stück weiter geht ein anderer Ammonit, Ceratites semipartitus, auf Nahrungssuche. Das Mesozoikum wird oft als das Zeitalter der Reptilien bezeichnet. In der Trias konkurrieren die Reptilien mit den Wirbeltieren. Sowohl an Land als auch im Meer übernehmen sie die Oberhand. Diese Gruppe von Reptilien sieht ein bisschen wie Delfine aus. Sie sind Ichthyosaurier. Es gibt einen Kalifornosaurus und etwas weiter entfernt einen Utazosaurus. Diese Meeresexemplare waren zwischen 1 und 10 Metern lang. Sie ernährten sich ausschließlich von Fischen. Wie du sehen kannst, waren diese Arten lebendgebärend. Dieses Weibchen ist gerade dabei, seine Jungen zu gebären. In der Kategorie der Raubtiere mussten sich die Ichthyosaurier den Platz mit den Notosauriern teilen. Dieses Reptil ist semi-aquatisch. Es ist ein Notosaurus. Er sieht ein bisschen wie eine Eidechse aus. Sieh dir seine Beine genau an. Sie haben Schwimmhäute an den Zehen. Er kann also gut schwimmen, sich aber auch an Land bewegen. Er hat einen langen Hals, eine lange Schnauze und sehr feine und spitze Zähne. Sein Schwanz wurde als Propeller benutzt, um sich im Wasser schneller fortzubewegen. Seine Lieblingsspeise ist Fisch, aber er ernährt sich auch manchmal von anderen Meerestieren, wenn er nichts anderes zu fressen hat. Auch wenn er an das Schwimmen angepasst ist, legt er seine Eier an Land ab. Er ist nicht vollständig an das Leben im Wasser angepasst, obwohl er im Wasser recht gut zurechtkommt. Er lebt an der Küste und verbringt einen Teil der Zeit außerhalb des Wassers, wenn es nötig ist. Hier ist ein Ceresiosaurus calcanii, der sich uns vorstellt. Bei ihm sehen wir keine Zehen mehr. Sie sind durch echte Flossen ersetzt worden. Wie du siehst, sind sein Hals und sein Schwanz sehr lang. Er ist ein sehr guter Schwimmer und auch sehr schnell im Wasser. Das ist ein wertvoller Vorteil für die Jagd. Er lebt in den Lagunen zusammen mit dem Notosaurus, aber auch mit dem Pachypleurosauridae. Er ist eine der größten marinen Wirbeltiere der Trias. Diese kleinen Wassereidechsen lebten nur in der Trias. Hier ist ein kleiner Keikosaurus. Dieses langgestreckte Tier konnte bis zu 1 Meter lang werden. Seine Gliedmaßen haben die Form eines Paddels. Sie ermöglichen es ihm, sich im Wasser mit einer für seine Größe und sein Gewicht verblüffenden Leichtigkeit fortzubewegen. In der Familie der Pachypleurosauridae finden wir auch den Anarosaurus und den Dactylosaurus. Sie sind die ersten Vertreter dieser Familie, die in Europa gelebt haben. Der Serpianosaurus lebte in denselben Regionen. Wir müssen nun diese kleine Welt verlassen, um den Jura zu entdecken. Der Jura schließt sich direkt an die Trias an. Diese Periode ist für marine Arten sehr günstig. Die Transgression beginnt und erobert einen großen Teil der Kontinente. Du musst zuerst die Flora beobachten,
um die Veränderungen zu bemerken und zu verstehen, die stattgefunden haben. Radiolarien wie Ellipsoxyphus oder Saturnalis sind einzellige Planktontiere mit einem Durchmesser von einigen hundert Mikrometern. Sie liefern die Kieselsäure, die die Grünalgen benötigen, um sich zu vermehren. Die Radiolarien sind zum Teil durch vulkanische Unterwasserausbrüche entstanden. Diese kleinen und komplexen Organismen sind ebenso nützlich wie schön. Sieh dir diese Sacenocena stellata an. Wenn die Weichteile absterben, kannst du diese Struktur unter dem Meer finden. Dies ist sein Skelett. Die Sternbildung ist großartig. Diese kleinen radiolaren Organismen gab es im Jura im Überfluss. Der wahrscheinlichste Grund für diese Fülle ist der Auftrieb von kaltem Tiefenwasser. Da sie reich an Nährstoffen sind, bringen sie viele Nährstoffe zurück an die Meeresoberfläche. Radiolarien sind auch symbiotische Arten. Algen, einzellige oder Dinoflagellate, leben in Harmonie mit diesen kieselhaltigen Meerespflanzen. Inmitten dieser Algen lebt ein Hildoceras bifrons. Dieser kleine Räuber fängt seine Beute mit seinen Tentakeln. Im Moment scheint er nicht auf der Jagd zu sein. Er hat sicherlich vor kurzem gefressen. Das lässt uns alle Muse, ihn etwas genauer zu beobachten. Sein Panzer ist in einer abgeflachten Spirale. Du bemerkst, dass sie stark gerippt ist und ein Relief aufweist. Im Inneren gibt es Kammern. Diese sind mit Luft gefüllt und ermöglichen den Auftrieb unseres Hildoceras bifrons. Bei diesem Exemplar handelt es sich wahrscheinlich um ein Weibchen. Die Weibchen sind größer als die Männchen. Sie messen zwischen 95 und 175 mm, während die Männchen nicht länger als 40 mm werden. Hier ist ein Stenopterygius. Er gehört zur Familie der Ichthyosaurier, die wir bereits kennengelernt haben. Sein Aussehen und sein Verhalten sind denen von Delfinen sehr ähnlich. Er schwimmt die meiste Zeit in tiefem Wasser. Er jagt und ernährt sich von Fischen, aber auch von Cephalopoden, Weichtieren mit Tentakeln. Die spezifischen Zellen haben sich seit dem Kambrium weitgehend entwickelt und verfeinert. Unser Stenopterygius hat eine Haut, die aus zwei verschiedenen Schichten besteht, der Epidermis und der Dermis, Lederhaut. Außerdem verfügt er über eine Fettschicht, die es ihm ermöglicht, die Innentemperatur seines Körpers zu bewahren. Aber wir sollten nicht zu lange verweilen, denn wir sind mit einem Plesiosaurus verabredet und der wartet nicht gerne. Hier ist Elasmosaurus platyurus. Er gehört zur Familie der Plesiosaurier, diesen langhalsigen Meeresreptilien. Dieses Exemplar muss 7 oder 8 Meter lang sein, aber als Erwachsener kann es leicht 10 oder 15 Meter erreichen. In seinem Hals befinden sich mehr als 32 Halswirbel. Man könnte meinen, dass ihr tonnenförmiger Körper, ihr langer Hals und ihre kleinen Beine ihnen im Ozean nicht viel helfen würden. Aber trotz des äußeren Anscheins ist dieses Seeungeheuer ziemlich wendig und sehr kräftig. Zunächst einmal sind seine Beine auch Flossen. Diese ermöglichen es ihm, ein bisschen wie Schildkröten zu schwimmen. Es erforscht die Ozeane und beschränkt sich nicht auf ein bestimmtes Gebiet. Er ist lebhaft und hat einen sehr kräftigen Kiefer. Er wurde schnell zu einem gefürchteten Raubtier in allen Teilen der Welt. Nicht weit davon entfernt treibt sich ein weiteres Mitglied der Familie der Plesiosaurier herum. Es ist ein Mortoneria saimoroensis. Er hat nicht dieselbe Ernährungsweise wie die anderen Mitglieder seiner Familie angenommen. Wie du sehen kannst, sind sein Kiefer und seine Zähne völlig anders als bei Elasmosaurus platyurus. Er hat lange, dünne und meist nach außen gerichtete Zähne.
Nach mehrjährigen Studien und Forschungen am Skelett eines dieser Tiere wissen wir nun, dass sich dieses besondere Exemplar der Plesiosaurier nach Art der Bartenwale durch Filtration ernährt. Wenn er sein Maul öffnet, fängt er eine große Menge Wasser ein. Das Krill, winzige Garnelen, kleine Fische oder kleine Muscheln enthält. Er stößt das Wasser mit den Zähnen aus und behält sein Frühstück zurück. Für die kleine Anekdote wären die Plesiosaurier vielleicht noch nicht ganz ausgestorben. Die schottische Legende von Loch Ness behauptet, dass einer von ihnen, genannt Nessie, dort noch leben würde. Die mikroskopisch kleinen Algen, die als Bausteine der marinen Nahrungskette dienen, wachsen in schwindelerregender Geschwindigkeit. Du kannst sie mit dem bloßen Auge nicht sehen, aber in diesem Wasser wimmelt es von Coccolithophorida. Dabei handelt es sich um einzellige Grünalgen, die von einem Panzer oder einer aus Scheiben bestehenden Kalkschale umgeben sind. Diese Algen bildeten in der Kreidezeit den Hauptteil des Phytoplanktons und waren die Grundlage der marinen Ökosysteme. Sie begünstigten die großen Gruppen wirbelloser Tiere, die noch in der Kreidezeit vorkommen. Weichtiere wie Ammoniten oder Ruderfußkrebse, Schwämme, Stachelhäuter wie Holothurien, Seelilien oder Schwämme und Nesseltiere, Quallen, Korallen, vermehren und diversifizieren sich. Durch ihre größere Anzahl ermöglichen sie anderen Tieren, insbesondere Wirbeltieren wie Fischen, Haien und Meeresreptilien, zu überleben, sich zu vermehren und zu entwickeln. An der Spitze der Nahrungskette stehen die Reptilien. Die Ichthyosaurier gehen zugunsten der Plesiosaurier und Mosasaurier zurück. Der Hydroterosaurus, den du in der Mitte dieses Fischschwarm fischen siehst, ist ein Plesiosaurier. Er misst 13 Meter. Wenn sein kleiner Kopf nur 33 Zentimeter misst, zählt sein Hals nicht weniger als 60 Wirbel. Er benutzt seine Gliedmaßen als Paddel. Er kann sich vertikal und horizontal bewegen und sich dank seiner Beinflossen sogar drehen. Er muss nur sein Tempo beschleunigen, um sich auf eine Beute zu stürzen und sie zu fangen. Dieses Tier ist sehr beeindruckend. Sieh dir doch an, wie es sich bewegt. Aber kehren wir ein wenig an die Oberfläche zurück. Siehst du dieses Reptil? Das ist ein Mosasaurus. Er hat ein Auge auf den Pteranodon geworfen. Der Vogel ist damit beschäftigt, einen Fischschwarm zu beobachten, und bemerkt nicht, dass er dem Reptil ausgeliefert ist. Er erwischt es im Bruchteil einer Sekunde. Rodinia war ein riesiger Superkontinent, der Nordamerika, Südamerika, Afrika, die Antarktis, Australien, Indien, Sibirien und andere Regionen umfasste. Alle waren zu einer einzigen Landmasse zusammengefasst. Bei einer solchen Konfiguration lagen die Landmassen in der Nähe der Pole, was zu einer verstärkten klimatischen Abkühlung und größeren Eiskappen beigetragen haben dürfte. Außerdem ist die Beziehung zwischen dem Ediacaran und dem Superkontinent Rodinia sehr eng. Obwohl der Superkontinent vor 750 Millionen Jahren in 8 Teile zerbrechen musste, um den Weg für das Ediacaran zu ebnen. Zur Zeit des Ediacaran war Rodinia bereits seit fast 120 Millionen Jahren zersplittert. Und wie Sie sich erinnern, wurden Fossilien aus dem Ediacaran in Regionen gefunden, die heute weit voneinander entfernt sind, wie Australien, England und Namibia. Da Rodinia bereits zersplittert war, konnten die Ediacaran-Tiere von vor 600 Millionen Jahren keine so großen Entfernungen zurückgelegt haben. Möglicherweise lebten sie am Rande eines einzigen Kontinents, Pannotia, ein hypothetischer Superkontinent, der aus der Zersplitterung Rodiniens hervorging und vor 600 bis 540 Millionen Jahren existiert haben könnte.
Zu Beginn des Ediacaran wichen Kälte und Eis einem wärmeren Klima. Dieser rasche Übergang fiel mit einem erheblichen Anstieg des atmosphärischen Kohlendioxids zusammen, der wahrscheinlich zu einer abrupten Erwärmung führte. Das Vorhandensein von Asche, Basalt und anderen vulkanischen Gesteinsablagerungen auf der Ediacaran-Gruppe unterstützt die Vorstellung, dass es möglicherweise zu Vulkanausbrüchen kam und diese zur Emission von Treibhausgasen beitrugen, was den hohen Kohlendioxidgehalt erklären würde. Nach diesen Ereignissen war die Atmosphäre reich an Kohlendioxid, was dank des Treibhauseffekts zu einem allmählichen Auftauen der Erde geführt hätte. Infolgedessen wären die geschmolzenen Eiskappen und Gletscher ins Meerwasser geflossen, wodurch der damalige Meeresspiegel gestiegen wäre. Und da die Temperaturen wärmer waren, wären die Ozeane verdunstet, was logischerweise Feuchtigkeit in der Atmosphäre erzeugt hätte. Entgegen dem Anschein war diese Klimakatastrophe ein Geschenk des Himmels. Sie führte zu einer großen Diversifizierung der lebenden Organismen. Wenn das Tauwetter einsetzt, kommt es zu einer ganzen Kette von Reaktionen. Die Erosion der Kontinente beim Abschmelzen des Eises soll für die Freisetzung großer Mengen an Nährstoffen verantwortlich sein. Dieser Nährstoffreichtum begünstigt die Ausbreitung und Vermehrung des Phytoplanktons. Diese präkambrischen Cyanobakterien wandelten durch den Mechanismus der Photosynthese Lichtenergie in chemische Energie um. Sie speicherten das Licht in Glucose, einer energieliefernden Substanz, um sie später zu nutzen. Nach und nach begannen anaerobe Mikroorganismen Kohlendioxid zu absorbieren und Sauerstoff in der Atmosphäre zu produzieren. Dadurch wurden große Mengen an Sauerstoff in die Atmosphäre freigesetzt. Zu dieser Zeit war das Leben noch auf Wasser beschränkt. Die Moleküle, aus denen die lebende Materie besteht, sind lichtempfindlich. Sie könnten zerstört werden, wenn sie bestimmten Arten von Strahlung, vor allem ultravioletter Strahlung, ausgesetzt werden. Vor 600 Millionen Jahren bildete sich dank der starken Freisetzung von Sauerstoff in der Luft Ozon, das sich auf natürliche Weise in der Stratosphäre anreicherte. Dieses Molekül, das aus drei Sauerstoffatomen besteht, 0,3, absorbiert die ultravioletten Strahlen und schützt so die lebenden Organismen vor deren schädlichen Auswirkungen. An diesem Punkt wird die erste Konzentrationsschwelle der Ozonschicht erreicht, was zu einer explosionsartigen Zunahme der marinen Vielfalt führt. Ozon ist für die Entwicklung des Lebens oberhalb einer Höhe von 15 Kilometern günstig, aber in der uns umgebenden Luft ist es besonders oxidierend und gefährlich. All diese Ereignisse gipfelten vor 575 Millionen Jahren in der Avalon-Explosion. Feuchtigkeit und erhöhter Sauerstoffgehalt förderten die Entwicklung der ersten komplexen Lebensformen und schufen ein marines Ökosystem und einen natürlichen Lebensraum, der die Artenvielfalt begünstigte. Neue, mehrzellige Organismen mit aeroben Atmungsmechanismen lösten einzellige Mikroben ab. Zu diesem Zeitpunkt fand das wichtigste Ereignis der Ediacaran-Ära statt. Die Avalon-Explosion oder Ediacaran-Explosion, die durch das Auftauchen mobiler Lebewesen gekennzeichnet war, die die Ozeane durchstreiften, bevor sie für immer ausstarben. Doch zwischen ihrem ersten Auftreten und ihrem Aussterben hatte sich ein völlig neues Leben entwickelt. Die Überreste der Avalon-Explosion sind in Neufundland zu sehen, wo eine uralte Fossilienfundstelle darauf hindeutet, dass zu dieser Zeit 50 Kilometer entfernt mehrzellige Organismen lebten. Dieser Fundort veranschaulicht die evolutionäre Radiation, die vor etwa 575 Millionen Jahren stattfand und durch eine rasche morphologische Diversifizierung komplexer, makroskopischer, vielzelliger Organismen gekennzeichnet war, die als Ediacaran-Fauna bekannt sind.
In dieser Zeit trugen die Mikroorganismen des Neoproterozoikums zur Entwicklung und Diversifizierung des Lebens auf der Erde bei, indem sie die Atmosphäre zunehmend mit Sauerstoff anreicherten. Im Gegenzug begünstigte der Anstieg des Sauerstoffgehalts die Entwicklung neuer, komplexerer Organismen. Diese Entwicklung vollzog sich in zwei Phasen, parallel zur Bildung der Ozonschicht. Vor der Bildung der Ozonschicht war das Leben den schädlichen Röntgen- und ultravioletten Strahlen der Sonne stark ausgesetzt. Diese UV-Strahlen, die besonders intensiv und ungefiltert sind, können organische Moleküle, vor allem die DNA, schädigen. Diese DNA-Schäden können zu Mutationen, Funktionsstörungen der Zellen und sogar zum Tod von Organismen führen. In einer solchen Umgebung wäre es für das Leben schwierig gewesen, komplexe Strukturen zu entwickeln und über einfache Formen hinauszuwachsen. So blieb das Leben auf der Erde lange Zeit primitiv und beschränkte sich hauptsächlich auf einzellige Mikroorganismen, die trotz dieser extremen Bedingungen überleben konnten. Doch mit der allmählichen Bildung der Ozonschicht, die noch nicht vollständig gefiltert war, sahen sich die neu entstehenden Organismen mit entwicklungsbedingten Herausforderungen konfrontiert. Aus diesem Grund wurden bei einigen Exemplaren aus dem Ediacaran-Teppich oder blattförmige Formen beobachtet. Vor etwa 600 Millionen Jahren begann sich die Situation jedoch zu ändern. Als der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre anstieg, begann sich eine stabile Ozonschicht zu bilden, die einen lebenswichtigen Schutz vor UV-Strahlung bot. Dies schuf ein Fenster der Möglichkeiten für das Leben. Da die UV-Bedrohung weitgehend beseitigt war, konnte das Leben neue Wege der Evolution beschreiten, was zu einer größeren Vielfalt und Komplexität führte. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Tiere des Ediacaran nicht so weit entwickelt und komplex waren wie die heutigen Tiere, wie Fische, Insekten oder die älteren Dinosaurier. Die Fauna des Ediacaran umfasste Organismen, die keine Ähnlichkeit mit modernen Tieren hatten. Im Allgemeinen handelte es sich um vielzellige Lebewesen von unterschiedlicher Größe. Bis heute ist ihre Klassifizierung umstritten. Streng genommen kann man sie nicht als Tiere bezeichnen. Aber sie sind mit Sicherheit die ersten komplexen Lebewesen, die auf dem Planeten Erde entstanden sind. Wie dem auch sei, das Ökosystem des Ediacaran war Zeuge der Entstehung einer Vielzahl von Lebewesen mit sehr unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten und Lebensstilen. Die Fauna des Ediacaran lebte ausschließlich im Meer, da die Ozonschicht noch nicht dick genug war, um Leben an Land zu ermöglichen. Dazu müssten wir fast 200 Millionen Jahre warten, bis die ersten Pflanzen aus dem Wasser auftauchen, minus 450 Millionen Jahre, und mehrere 10 Millionen Jahre mehr, um die ersten Landtiere zu sehen. Vorläufig besteht das Leben aus großen und vielfältigen, vielzelligen Lebewesen. Im Gegensatz zu den Organismen des Präkambriums, die statisch und mikroskopisch klein waren und denen es an Vielfalt mangelte. Diese neuen Lebewesen hätten sich im Proto-Tethys-Ozean entwickelt, der sich während des Neoproterozoikums nach der Zersplitterung des alten Superkontinents Rodinia bildete. Während des Ediacaran nahm dieser Ozean eine zentrale Position ein und teilte die Kontinentalfragmente, aus denen später Kontinente wie Laurentia und Baltica entstanden. Der Proto-Tethys-Ozean erstreckte sich vom Süden bis zum Norden von Gondwana, bildete sich während des Ediacaran und enthielt die heutigen Kontinente Afrika, Südamerika, die Antarktis, Australien, Teile Nordamerikas und Indien. Aus diesem Grund wird Gondwana auch als Superkontinent bezeichnet. Nachdem wir nun einen Einblick in die Umgebung bekommen haben, in der die ersten Lebewesen des Ediacaran herzlich willkommen waren, wollen wir uns ihr Aussehen ansehen.
Einige Fossilien ähneln Quallen. Andere wiederum lassen sich nicht in die uns bekannten biologischen Gruppen einordnen. In jedem Fall waren die meisten Ediacaran-Fossilien Scheiben-, Wedel- oder federförmig. Einige Ediacaran-Pflanzen werden sogar als Ediacaran-Federn bezeichnet. Andere Lebewesen haben eine ovale Form. Alles in allem waren die meisten Organismen aus dem Ediacaran weich, flach und hatten kein hartes Außenskelett, sodass ihre Erhaltung relativ selten ist, da sie nicht als fossilisierte Fossilien erhalten sind. Das mag paradox erscheinen, aber es ist wahr. Das Konzept der traditionellen Fossilisation wird durch die Konservierung von harten Körpern definiert, Muscheln, Knochen und so weiter. In mineralischen Steinen wie Bernstein oder anderen organischen Materialien. Die Fossilien des Ediacaran waren jedoch weich und knochenlos, was ihre Konservierung erschwerte. Die gefundenen Fossilien waren in einen dünnen Film aus organischem Material von weniger als 3 Mikrometern Dicke eingewickelt. In den Sedimentschichten, die die Ediacaran-Lebewesen überlagern, sind jedoch häufig Biofilme zu finden. Dies deutet darauf hin, dass der organische Film, der die Ediacaran-Organismen konserviert, durch den Beitrag von mikrobiellen Biofilmen gebildet worden sein könnte. Kolonien von Bakterien, Algen, Pilzen und anderen Arten kleiner einzelliger Organismen sonderten wahrscheinlich Substanzen ab, die an Sand und Schlamm haften blieben und eine Art Teppich auf der Meeresbodenoberfläche bildeten. Wir können davon ausgehen, dass unter oder um diese Biofilme herum Ediacaran-Organismen lebten. Und wenn einige der Ediacaran-Organismen starben, fielen ihre Überreste auf den Meeresboden, wo sie allmählich von Sedimentpartikeln bedeckt wurden, die von den Biofilmen zusammengehalten wurden. Im Laufe der Zeit verdichteten sich die Sedimentschichten, die die Fossilien der Ediacaran-Organismen und die versteinerten Biofilme enthielten, immer mehr. Unter dem Druck der oberen Schichten verwandelten sich diese Sedimente in Gestein und konservierten die Organismen in diesen Gesteinsformationen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Biofilme die Organismen des Ediacaran nicht direkt bedeckten, aber sie spielten eine Rolle in der Umwelt, indem sie die Meeressedimente stabilisierten und ein Umfeld schufen, das die Erhaltung der Fußabdrücke der Ediacaran-Fauna begünstigte. In feinen Sedimenten, die reich an bestimmten Mineralien sind, wären sie schnell fossilisiert worden. Ihr Erhaltungszustand grenzt an ein Wunder, weshalb die Ediacaran-Fauna so faszinierend ist. Nachdem wir nun ein wenig mehr über die Erhaltungseigenschaften der Ediacaran-Fauna wissen, wollen wir uns mit den emblematischsten Tieren der Ediacaran-Biota vertraut machen. Beginnen wir mit dem ersten Ediacaran-Fossil, das im Charnwood Forest gefunden wurde. Die Carnia. Die Entdeckung der Carnia ist insofern außergewöhnlich, als sie den Weg für die Erforschung der Kreaturen des Ediacaran ebnete, dank derer wir wissen, wie sie zur Entstehung der heutigen Welt beigetragen haben. Carnia war ein Meeresorganismus, der auf dem Meeresboden lebte. Aufgrund seines baumähnlichen Aufbaus wird er als verzweigter Organismus beschrieben. Dieser baumartige Organismus hatte eine Art von Wedeln, die sich auf die gleiche Weise wie Zweige fortpflanzten. Es handelt sich um eines der Fossilien, die als Ediacara-Federn bekannt sind. Fossile Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass Carnia masoni mehrere Dutzend Zentimeter lang werden konnte. Andere Carnia-Exemplare variieren jedoch stark in ihrer Größe. Wie Carnia gehört auch Swartpuntia zu den Ediacara-Blattgewächsen. Diese Fossilien bilden zwei Gruppen, die fraktal geformten Rangeomorphen und die einfacheren erniatomorphen Arten. Im Allgemeinen haben Swartpuntia ein flauschiges Aussehen, ähnlich wie eine aufblasbare Matratze.
und sind im Durchschnitt zwischen 5 und 20 Zentimetern lang. Wie Karnia-Federn wurden Aspidella-Scheiben in vielen geologischen Formationen auf der ganzen Welt gefunden, die aus der Ediacaran-Periode stammen. Und sie gehören zu den emblematischsten Gruppen der Ediacaran-Fauna. Setzen wir unseren Rundgang fort, um die Aspidella zu entdecken. Die Aspidella zeichnet sich durch ihre Scheiben- oder Schalenform aus. Sie hat eine leicht vertiefte Mitte und erhöhte Ränder. Außerdem haben die Aspidella-Scheiben einen Durchmesser von einigen Millimetern bis zu mehreren Zentimetern. Wie Karnia und Aspidella gehört auch Dickinsonia zu den frühesten Fossilien, die vor allem in den Ediacaran-Ablagerungen des Weißen Meeres in Sibirien entdeckt wurden. Es handelt sich um einen eher flachen, oval geformten Organismus. Er konnte manchmal die Form einer Scheibe oder eines Reifens annehmen oder sogar einem Teppich ähneln. Wie die Karnia konnte auch die Dickinsonia mehrere Dutzend Zentimeter lang werden. Auch Sprigina wird gefunden. Fossilien dieser Art wurden in Australien und Russland gefunden. Allerdings war die Sprigina ein kleiner Organismus. Sie hatte ein längliches, gewundenes Aussehen. In der Tat ähnelt ihre Form der eines Wurms. Genau wie Ilingia spikiformis, ein anderer Organismus, der 2019 in China entdeckt wurde und vermutlich zwischen 551 und 539 Millionen Jahren vor Christus lebte. Dieses wurmförmige Fossil misst 27 cm in der Länge und hat einen gut definierten Kopf und Schwanz. Es ist möglich, dass dieser Organismus der Vorfahre von Zweifüßern wie Insekten, Weichtieren, Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und so weiter ist. Aber vor allem weist Ilingia spikiformis eine verblüffende Ähnlichkeit mit Tieren auf, die im Kambrium auftraten. War die kambrische Explosion weniger plötzlich, als die meisten Fossilien vermuten lassen? Dies wird nur die Zeit zeigen. Schließlich wurden auch Fossilien eines anderen Weichorganismus entdeckt, diesmal ausschließlich in Russland. Es handelt sich um die Fossilien von Kimberella, einem ovalen Lebewesen, das einer Schnecke oder einer Gastropode ähnelt und manchmal mit Weichtieren in Verbindung gebracht wird. Fossilien dieses Lebewesens sind oft unvollständig. Es ist daher schwierig, seine genaue Größe zu bestimmen. Es wird jedoch geschätzt, dass Kimberella einige Millimeter lang gewesen sein könnte. Die gefundenen Fossilien lassen darauf schließen, dass die Ediacaran-Fauna unter den Dutzenden von identifizierten Gruppen vor allem Rankomorphe und Wedel umfasste. Dies mag eine magere Sammlung sein. Aber das Vorhandensein von baumartigen, flachen und runden Lebewesen unterschiedlicher Größe stellt eine immense Entwicklung dar. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Organismen vor dem Ediacaran mikroskopisch klein waren. Neben Blättern und Scheiben aus dem Ediacaran gab es in dieser Zeit wahrscheinlich auch Schwämme. Tatsächlich scheint ein in Namibia gefundenes Fossil namens Otavia eine frühe Form des Schwamms zu sein. Er müsste im Ediacaran entstanden sein, da er in den präkambrischen Gesteinen von Nama gefunden wurde. Und obwohl er kein Verdauungs- oder Nervensystem hat, scheint dieser Organismus eher mit Tieren als mit Pflanzen oder Pilzen verwandt zu sein. Es ist also möglich, dass Otavia ein Schwamm ist. Ohne weitere Beweise bleibt die Entstehung und Entwicklung der typischen Ediacaran-Schwämme jedoch umstritten. Die Forschung geht weiter und könnte uns neue Informationen über ihre mögliche Existenz im Ediacaran liefern. Wenden wir uns nun Cludina zu, einem kleinen Fossil aus dem Ediacaran, das sich durch seine Schalen auszeichnet. Der Organismus besteht aus mehreren ineinandergreifenden konischen Schalen. Und anders als man meinen könnte,
waren die Schalen der Clodina-Arten nicht aus Knochen, sondern aus Mineralsegmenten gefertigt. Sie umgaben den Organismus und boten ihm Halt oder Schutz. Es gibt noch mehr zu entdecken. Im Jahr 2007 tauchte an einer abfallenden Felswand in Charnwood eine lange Silhouette auf, die von einer Vielzahl von Fossilien umgeben war. Nach eingehender Untersuchung bietet die 20 cm große Kreatur endlich eine Erklärung für ihre Zusammensetzung und Position. Das leuchtende Wesen, das an ein helles Licht wie das Polarlicht erinnert, trägt den Namen Auror Alumina Attenborougi und soll etwa 560 Millionen Jahre alt sein. Man nimmt an, dass es ein Vorläufer der Nesseltiere ist, der Gruppe der Quallen, Korallen und Anemonen. Mit ihren flammenartigen Tentakeln ähnelte Auror Alumina einer olympischen Fackel. Seine Positionierung lässt außerdem vermuten, dass er seine Beute mit Hilfe seiner Stachelzellen gefangen hat. Schließlich ist Auror Alumina möglicherweise das älteste bisher bekannte Raubtier. Obwohl die Organismen des Ediacarans durch das Fehlen von Skeletten gekennzeichnet sind, ist Auror Alumina der Inbegriff für die große Vielfalt und die Evolution der Ediacaran-Biota. Es handelt sich um eine der Ediacaran-Arten mit starren, widerstandsfähigen Körperstrukturen, wahrscheinlich die primitiven Formen von Skeletten. Ist dies nicht ein Beweis für die Vielfalt? Ja, sogar für die Komplexität der Lebensformen, die im Ediacaran gediehen? Auch ein Beweis für die Vielzahl morphologischer und anatomischer Merkmale, die im Tierreich über die Jahrhunderte hinweg vorhanden waren. Im Ediacaran war die Flora noch nicht hoch entwickelt. Obwohl Algen im Allgemeinen als aquatische Flora eingestuft werden, spiegelt diese Klassifizierung nicht unbedingt ihre tatsächliche stammesgeschichtliche Stellung unter den lebenden Organismen wider. Es ist auch erwähnenswert, dass Algen schon lange vor dem Ediacaran existierten. Denn es wurden Spuren von Algen aus der Zeit vor über 3 Milliarden Jahren gefunden. Andererseits geben einige Exemplare Aufschluss über die frühe Diversifizierung des Pflanzenreichs und die Zusammensetzung der präkambrischen Ökosysteme. Dies ist der Fall bei Protocodium sinense. Diese 3D erhaltenen Fossilien wurden in der Provinz Shaanxi, Zentralchina, vor etwa 541 Millionen Jahren entdeckt. Doch diese Grünalge ist kein direkter Vorfahre der heutigen Landpflanzen. Am Ende des Ediacaran hatten sich diese Organismen bereits von dem Zweig abgespalten, aus dem später die Landpflanzen hervorgehen sollten. Diese Entdeckung deutet jedoch darauf hin, dass diese Abspaltung wahrscheinlich früher stattgefunden hat als bisher angenommen. Protocodium sinense haben eine zentrale Struktur, die aus verschlungenen Röhren und kleinen, dicht gepackten Strukturen um sie herum besteht, die den als bryopsidales Codium bekannten Pflanzen ähnlich sind. Wir haben gelernt, dass während des Ediacaran plötzlich verschiedene Gruppen von Organismen auftauchten. Die entdeckten Fossilien sind nicht nur sehr gut erhalten, sondern auch sehr vielfältig. Finden wir also heraus, was uns die Fossilien aus dem Ediacaran über das Leben in dieser Zeit erzählen. Wir werden untersuchen, wie die Ediacaran-Fauna zur Entwicklung der Artenvielfalt und zur Entstehung eines neuen marinen Ökosystems beigetragen hat. Zu dieser Zeit lebte die große Mehrheit der Lebewesen in flachen Meeren. Aus den Funden von Ediacaran-Fossilien können wir ableiten, dass zwischen der Entstehung und Entwicklung komplexer Organismen ein Übergangsintervall von mehreren Millionen Jahren lag. Wir wissen, dass die ersten Ediacaran-Organismen unbeweglich waren und an Felsen, Muscheln, Meeressubstraten und anderen harten Oberflächen hafteten. Dennoch haben wir in ihren Fossilien Spuren von Nährstoffen gefunden, was bedeutet, dass sich die Ediacaran-Fauna ernährte. Da sie sich nicht fortbewegen konnten, zogen die sessilen Organismen des Ediacaran ihre Nahrung
dank ihrer federähnlichen Äste direkt aus ihrer Umgebung. Obwohl sie nicht über die gleichen Verdauungssysteme wie die heutigen Tiere verfügten, konnten wir feststellen, dass die meisten von ihnen noch Strukturen hatten, die einem Mund und einem Darm ähnelten. Nun, mit Ausnahme der Carnia und Swartpunzia, die keine hatten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die letzteren wahrscheinlich die ersten komplexen Organismen waren, die auf der Erde auftauchten. Es ist logisch, dass sie zu einem so frühen Zeitpunkt noch keine derartigen anatomischen Merkmale entwickelt hatten. Außerdem waren Carnia und Swartpunzia wahrscheinlich photosynthetische Organismen. Sie ernährten sich von der Energie, die sie durch die Absorption von Sonnenlicht erzeugten. Möglicherweise haben sie auch organische Partikel aus dem Wasser gefiltert. Wir stellen also fest, dass die ersten Tiere eine einfache Ernährung hatten, auch wenn sich ihre Vorstellung von einer Mahlzeit von der unseren unterschied. Und da es zumindest während des größten Teils des Ediacarans noch keine Konkurrenten und Raubtiere gab, war die Meeresumwelt sicherlich reich an mikroskopisch kleinen Nährstoffen, einschließlich organischem Kohlenstoff, einem Nährstoff, der bei mehreren Ediacaran-Fossilien nachgewiesen wurde. Im Jahr 2018 wurden in Russland im Darm von Chimerella Ablagerungen gefunden, die dem ersten echten versteinerten Essen ähneln könnten. Nach mehreren Analysen stellte sich heraus, dass diese Mahlzeit aus Phytosterolmolekülen bestand, einer Substanz, die von Algen und Bakterien stammt, die während des Ediacaran im Meer vorkamen. Chimerella ernährte sich offenbar durch das Schaben und Zerreißen der Algen, die den Meeresboden bedeckten. Und Algen sind voller Nährstoffe. Dies erklärt, warum die Ediacara-Biota so viel größer und komplexer war als ihre Vorgänger. Denn die Ediacara-Fauna ernährte sich anders als die mikroskopischen und einzelligen Organismen des Präkambriums. Jetzt, im Jahr 2023, wird eine neue Studie durchgeführt, um den Darminhalt von drei weiteren Ediacaran-Fossilien anhand von Lipiden zu untersuchen. Die Informationen, die aus den in den Fossilien erhaltenen Lipiden gewonnen werden, könnten weitere Hinweise darauf liefern, wie sich diese Tiere ernährten. In der Tat bieten konservierte Lipid-Biomarker einen einzigartigen Einblick in die Biologie fossiler Organismen. Vielleicht wissen wir bald mehr darüber, was die Tiere im Ediacaran gegessen haben. Tiere aus dem Ediacaran sind komplex, auch was ihre motorischen Fähigkeiten betrifft. Die meisten von ihnen waren auf dem Meeressubstrat fest verankert, doch es wurden auch Anzeichen von Bewegung gefunden. Einige fossile Fußabdrücke, die in den Hügeln von Ediacara und nach auch in anderen Teilen der Welt gefunden werden, enthalten sichtbare Spuren von Schritten und Bewegungen, die wahrscheinlich zu Organismen gehören, die sich im zweiten Teil des Ediacaran entwickelt haben. Diese Überreste geben Aufschluss über die Aktivität der Ediacara-Biota und liefern wertvolle Informationen, um die Evolution der Tiere in dieser Zeit besser zu verstehen. Außerdem haben wir in den Sedimenten fossile Fußabdrücke entdeckt, die Tunneln oder ausgegrebenen Wegen ähneln. Wenn sich Organismen aus dem Ediacaran nicht bewegen konnten, wie können wir dann die Entstehung dieser fossilen Pfade erklären? Zusätzlich zu den Tunneln wurde 2018 im australischen Nilpena Nationalpark in Ediacara ein Organismus in großer Zahl gefunden, der vermutlich vor 550 Millionen Jahren lebte. Der Organismus, der einem kleinen, verdrehten Donut ähnelt und etwa einen Zentimeter im Durchmesser misst, wurde zu Ehren des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama Obamus coronatus genannt. Darüber hinaus waren die entdeckten Fossilien von Obamus coronatus von mindestens zwei verschiedenen Arten umgeben. Zu den Organismen, die in der Nähe von Obamus coronatus gefunden wurden, gehören Tribrachidium und Rugoconites. Die Fossilien von Tribrachidium und Rugoconites sind ebenfalls auffällig geformt. Sie sind größer als Obamus coronatus und haben eine triradiale Symmetrie. Seltsame Merkmale,
die spezifisch für die Ediacaran-Fauna sind. Allerdings wurden drei verschiedene Arten an ein und demselben Ort gefunden. Einige Organismen aus dem Ediacaran hatten also tatsächlich die Fähigkeit, sich zu bewegen und neue Bereiche des Meeresbodens zu erreichen. Übrigens sind die Fossilien von Obamus coronatus 550 Millionen Jahre alt. Die sessilen Organismen des Ediacaran haben also in der Tat die Fähigkeit entwickelt, sich in der zweiten Hälfte dieses Zeitraums fortzubewegen. Außerdem haben wir gesehen, wie sich die Tiere des Ediacaran ernährten. Und wir haben auch gelernt, dass sie sich bewegen konnten. Aber wie können wir ihre Diversifizierung erklären? Wie haben sie sich fortgepflanzt? Es gibt keine genauen Hinweise auf den Fortpflanzungsmechanismus der Tiere des Ediacaran. Einige Fossilien weisen jedoch potenziell fortpflanzungsfähige Strukturen auf, zum Beispiel Röhren oder scheibenförmige Fossilien. Es scheint auch, dass einige der Organismen asexuelle oder sexuelle Fortpflanzungsmethoden hatten. Die Frage der Fortpflanzung ist jedoch Gegenstand intensiver Forschungen, die das Feld für verschiedene Interpretationen öffnen. Um genaue Antworten zu erhalten, sind eingehende Studien oder die Entdeckung weiterer direkter Daten erforderlich. Das Ediacaran musste etwas von seinem Geheimnis bewahren. Ebenso wie über ihre Fortpflanzungsmethoden wissen wir nur sehr wenig über die ökologischen Interaktionen zwischen den Organismen des Ediacaran. Aufgrund der Spuren, die wir gefunden haben, gehen wir davon aus, dass ein ökologisches System auf jeden Fall bestanden hätte. Jede Art scheint eine bestimmte trophische Ebene besetzt zu haben. Und die Organismen müssen in perfekter Symbiose gelebt haben. Auf jeden Fall haben sie sich nicht gegenseitig gefressen, da sie praktisch die gleiche Nahrungsquelle hatten. Wir können also feststellen, dass die Ediacaran-Biota durch gegenseitige Abhängigkeit und das Fehlen von Raubtieren zwischen den meisten Ediacaran-Organismen während des größten Teils dieser Periode gekennzeichnet war. Nun, bis zum Auftreten der Auror Alumina. Was wir heute über die Umwelt und das Leben im Ediacaran wissen, ergibt sich aus der Interpretation der stratigraphischen Schichten, die als Ediacaran-Gruppe bekannt sind. Diese Abfolge von Schichten besteht aus Sedimenten, die sich damals auf dem Meeresboden ablagerten. Diese Sedimente, die aus Schlamm, Sand und Kalksteinen bestehen, sind für die Wissenschaft von unschätzbarem Wert, da sie es uns ermöglichen, die geologische Geschichte des Ediacaran zu rekonstruieren. Diese Sedimentabfolgen sind, gelinde gesagt, beunruhigend. Jede Schicht unterscheidet sich von der nächsten, sowohl in Größe als auch in Form. Einige Schichten sind horizontal, andere geneigt oder gefaltet. Dies ist wahrscheinlich die Folge der tektonischen Aktivitäten, die im Laufe der Zeit auf das Gestein einwirkten. Auch die versteinerten Organismen, die in der Ediacaran-Gruppe gefunden wurden, sind in verschiedene Richtungen angeordnet. Ihre Position gibt Aufschluss über ihre Lebensweise, ihr Verhalten und ihre ökologische Interaktion während des Ediacarans. Und obwohl das Ediacaran eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der heutigen Welt spielte, ist die Erde noch lange nicht so, wie sie damals war. Diese Periode wies im Vergleich zu heute besondere geologische Merkmale auf. Wir haben bereits die Faktoren erörtert, die zum Übergang von der primitiven Welt zum Beginn des hochorganisierten Lebens beigetragen haben. Jetzt wollen wir die Konfiguration der Kontinente und Wasserscheiden entdecken, die während des Ediacaran existierten. Wie wir bereits gelernt haben, entstand der Superkontinent Pannotia durch die Aufspaltung von Rodinia infolge verschiedener geologischer Prozesse. Doch seine Existenz war nur von kurzer Dauer und auch er begann zu zerbrechen. Wie Rodinia zersplitterten und zerstreuten sich auch die Kontinentalmassen von Pannotia und folgten dabei ihren eigenen Bahnen, was zum Teil auf die Öffnung eines Ozeans namens Iapetus zurückzuführen ist. Einige pannotische Landmassen landeten in der südlichen Hemisphäre der Erde,
während andere in andere Teile des Globus wanderten. Tektonische Aktivitäten, Erosion und Sedimentablagerungen und die Bildung der ersten Kontinentalschelfe. Die Sedimentablagerungen der Edikaranzeit übten Druck auf die darunterliegenden älteren Sedimentschichten aus. Dies spielte eine Rolle bei der Entstehung der neuen Landmassen. Nach und nach füllten sich die Sedimentbecken mit Ablagerungen von Mineralien, organischen Trümmern und Fossilien und verwandelten sich in Gesteinsschichten, die sich verdichteten und lithifizierten. Während sich diese kontinentalen Gesteinsschichten verdichteten, schmolzen die Kontinente auf, was zur Schließung möglicher Ozeane führte, wie zum Beispiel des prä-ediakarischen Proto-Tethys-Ozeans. Nach dem Auseinanderbrechen der Superkontinente Rodinia und Pannotia entstand nach einer Reihe von orogenen Ereignissen, darunter die panafrikanische Orogenese, vor etwa 600 Millionen Jahren eine riesige Landmasse, die Gondwana genannt wird. Zur Erinnerung, Gondwana umfasste riesige Landmassen, darunter das heutige Afrika, die Antarktis, Südamerika, Australien, Indien und die arabische Halbinsel. Gleichzeitig hatten die sich bildenden Plattformen die Landschaften umgestaltet und Lebensräume geschaffen, die das Wachstum und Gedeihen von Leben, insbesondere von Meereslebewesen, begünstigten. Die Ausbreitung der pannotischen Landmassen trug dazu bei, dass sich die geologische und geografische Konfiguration der Erde während der Ediacaranzeit veränderte. Riesige Wasserflächen, wahrscheinlich Ozeane, bedeckten nun den größten Teil des Planeten und die Wasserströmungen wurden beeinflusst. Wir wissen nur, dass die Gewässer flach und reich an Nährstoffen waren. Der Meeresboden war mit organischem Material bedeckt, dessen Dicke von Zone zu Zone variierte. Und es war wärmer als in den heutigen Ozeanen. Auch die Konfiguration der Kontinente änderte sich während des Ediacaran ständig. Mit dem Fortschreiten der tektonischen Prozesse entstanden aus den verschobenen und verstreuten Landmassen der Superkontinente neue Kontinente und mindestens ein Ozean. Der Mirovia-Ozean umgab den Superkontinent Rodinia und wäre der Entstehung des panafrikanischen Ozeans vorausgegangen. Dieser wiederum wich dem Pandalassa-Ozean. Aber so weit sind wir noch nicht. In diesem Ozean tauchten vor etwa 600 Millionen Jahren die Organismen des Ediacaran auf. Das Ediacaran ist bekannt für seine Küstenumgebungen und Lagunen in flachen Bereichen des Ozeans. Es ist auch möglich, dass zu dieser Zeit Meere oder kleine Meeresbecken nebeneinander existierten. Wie auch immer, die Meeresgewässer des Ediacaran unterschieden sich von denen der heutigen Zeit. Diese Gewässer wiesen die gleichen Merkmale auf wie die epikontinentalen Meere, mit einer für das Ediacaran spezifischen chemischen Zusammensetzung. Mit anderen Worten, sie waren flach und sauerstoffarm im Vergleich zu den heutigen Werten. Schließlich ist Mirovia der einzige bekannte Ozean des frühen Ediacaran, der nach der Schließung von Proto-Tethys und vor dem Auftauchen von Iapetus wahrscheinlich die kontinentalen Fragmente von Rodinia und Pannotia umgab. In diesem Sinne wäre seine Größe immens gewesen und hätte einen großen Teil der Erdoberfläche bedeckt. Aber nicht mehr lange. Die Gestalt des Ozeans hing damals von der Form der Landmassen ab, die durch tektonischen Bewegungen entstanden. Außerdem ist das Fortbestehen des Mirovia-Ozeans ungewiss. Es ist möglich, dass der Mirovia-Ozean im Laufe der Zeit durch geologische Prozesse verschwand oder dass er unter eine mögliche Kontinentalplatte subduziert wurde. Bis heute ist es schwierig, eindeutige Schlussfolgerungen über das Schicksal des Mirovia-Ozeans zu ziehen. Aufgrund der Plattentektonik musste die Erde während des Ediacaran mehrere aktive geologische Prozesse durchlaufen, bevor sie die uns heute bekannte Form annahm. Beginnend mit Rifting und der Bildung von Sedimentbecken. Im Ediacaran kam es zu mehreren Episoden von Rifting auf beiden Seiten des Globus. Dabei kam es zur Kontinentalspaltung, einem Prozess, bei dem die Erdkruste aufbricht und Einbruchsgräben entstehen.
Als Folge der tektonischen Bewegungen drifteten die Kontinentalschelfe auseinander. Infolgedessen bildete sich das Angara-Becken auf der Höhe der Ostsibirischen See. Es folgte ein weiteres Rifting-Ereignis im Adelaide-Becken in Südaustralien. Diese Becken enthalten umfangreiche Sedimentablagerungen, die uns Aufschluss über die Umwelt und geologischen Bedingungen der Ediacaran-Zeit geben. Schließlich wurden in den fossilen Fußabdrücken auch vulkanische Spuren gefunden, was darauf hindeutet, dass Vulkane an den Riftzonen vorbeizogen und Magma freisetzten, das dann aufstieg und erstarrte. Auf diese Weise hätten sich unterseeische Gebirgszüge gebildet, als sich die Platten trennten und die Konfiguration des Planeten und des Meeresbodens neu geformt. Im frühen Ediacaran hatte es drei Superkontinente gegeben. Rodinia war bereits im Begriff, sich aufzulösen. Panotia bestand für kurze Zeit und Gondwana zerbrach. Rodinia und Panotia waren im Begriff, sich aufzulösen. Gondwana hingegen entstand während des Ediacaran, das heißt zwischen dem Ende des Neoproterozoikums und dem Beginn des Paläozoikums. Von da an zerfiel dieser Superkontinent wie seine Vorgänger allmählich in mehrere Landmassen. Infolgedessen bildeten sich drei Kontinente aus dem Ediacaran: Laurentia, Baltica und Sibirien. Wahrscheinlich gab es noch weitere, kleinere Erdteilfragmente, aber wir wissen nichts mehr über sie. Auf jeden Fall wissen wir, dass das Ediacaran die Zersplitterung von drei Superkontinenten und die Entstehung von mindestens drei verschiedenen Kontinenten mit sich brachte. Es sei darauf hingewiesen, dass die Bildung dieser neuen Kontinente nicht in regelmäßigen Abständen stattfand. Das Prinzip ist seit Anbeginn der Zeit dasselbe. Die Trennung der Erdkruste erfolgt durch tektonische Bewegungen, sei es durch das Auseinanderdriften von Platten, die Kollision von Plattformen oder durch Rifting. Die Entstehung von Kontinenten ist in jedem Fall ein kontinuierlicher Prozess. Einige Kontinente brechen auseinander, andere entstehen und entwickeln sich im Laufe der Zeit. Es ist auch erwähnenswert, dass die Bildung der drei Kontinente im Ediacaran die Voraussetzungen für künftige große Ereignisse, einschließlich der kambrischen Explosion, geschaffen hat. Während des Ediacaran befand sich der Kontinent Laurentia auf der nördlichen Hemisphäre. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Entstehung Nordamerikas, dem heutigen Kanada und den Vereinigten Staaten. Nach und nach bildeten sich andere Kontinente um Laurentia herum. Es ist erwähnenswert, dass der hypothetische Ozean Mirovia möglicherweise östlich des Kontinents Laurentia lag und ihn von den anderen Landmassen trennte, die sich zu dieser Zeit bildeten. Der zweite Kontinent, der sich während des Ediacaran bildete, war der Kontinent Baltica. Er umfasste die nördlichen Regionen Europas, einschließlich Skandinaviens und Teile Russlands. Der dritte Kontinent, Sibirien, ist auch als Angara-Kraton bekannt. Während der Ediacaran-Periode umfasste er Sibirien und Russland und lag östlich der beiden Kontinente, Laurentia und Baltica. Außerdem bildete sich nach der Aufspaltung der Superkontinente der Iapetus-Ozean, der Baltica von den beiden Kontinenten Laurentia und Sibirien trennte. Beeinflusst durch geologische Prozesse wie tektonische Verschiebungen und Kontinentalkollisionen. Laurentia, Baltica und Sibirien trugen sowohl während als auch nach dem Ediacaran zur Entstehung terrestrischer Landschaften und zur Diversifizierung der biologischen Umwelt bei. Neben diesen drei Kontinenten deuten geologische Untersuchungen auf die Existenz weiterer Landmassen während des Ediacaran hin. Da es sich um eine sehr frühe Periode handelt, haben wir aufgrund des Mangels an weiteren Beweisen bisher keine näheren Angaben über ihre Position oder Größe. Ausgehend von tektonischen Modellen, Fossilanalysen und den für geologische Studien verwendeten Gesteinen dürften sie jedoch kleiner gewesen sein. Auf jeden Fall geht die geologische und paläontologische Forschung unaufhaltsam weiter, bringt regelmäßig neue Informationen ans Licht und bereichert unser Wissen über vergangene Epochen.
Und auch wir sind vor neuen Fossilienfunden nicht gefeit. In naher Zukunft werden wir sicherlich mehr über die vollständige Konfiguration der Kontinente und Landmassen während und am Ende des Ediacaran wissen. Die drei oben genannten Kontinente waren im Ediacaran auch an anderen tektonischen Bewegungen beteiligt. Neben dem Rifting durchlief die Erde auch andere geologische Prozesse, darunter eine Reihe von orogenen Ereignissen. Die Orogenese ist der umgekehrte Prozess des Rifting, das heißt die Entstehung von Gebirgen als Ergebnis der Hebung der Erdkruste und der Bewegung tektonischer Platten. Wie die Appalachen, die vor etwa 400 Millionen Jahren nach dem Ediacaran durch die Subduktion des Prototesis-Ozeans entstanden sind. Auf jeden Fall hatte das Gebirge der Appalachen während des Ediacaran noch nicht seine heutige Gestalt. Zu dieser Zeit bildeten diese Berge aus den oben genannten Gründen die Ränder des separaten Kontinents Rodinia. Unmittelbar vor dem Ediacaran fand eine Reihe von orogenen Ereignissen statt, aus denen vor etwa 600 Millionen Jahren der Superkontinent Gondwana und Pannotia hervorging. Dies ist die panafrikanische Orogenese, aus der die panafrikanische Gebirgskette hervorging, das große orogenetische System von ganz Afrika und darüber hinaus. Um nur einige Beispiele für die Orogenese während des Ediacaran zu nennen: die kadomische Orogenese, die zwischen 650 und 550 Millionen Jahren vor Christus stattfand, war nur ein kurzes Segment der gewaltigen panafrikanischen Kette. Ein Terran aus dem Paläozoikum hat sich dann unter den Superkontinent Gondwana geschoben und die kadomische Orogenese ausgelöst, die in ganz Südbritannien in den Felsen zu sehen ist. Zwischen 600 und 500 Millionen Jahren vor Christus kam es auch in Südaustralien zu tektonischen Aktivitäten, die die Adelaide-Orogenese auslösten, die ebenfalls Berge und Becken hervorbrachte. Weitere orogenetische Ereignisse ereigneten sich an den südlichen und östlichen Rändern eines anderen Kontinents aus dem Ediacaran, Laurentia. Dazu gehören die Kibaran-Orogenese in Afrika und die Sueco-norwegische Orogenese in Westeuropa. Nicht zuletzt war Baltika auch von tektonischen Bewegungen betroffen, die den Weg für spätere Orogenesen ebneten, von denen die bekannteste die kaledonische Orogenese ist, die zur Bildung der gleichnamigen Gebirgskette zu Beginn des Kambriums führte. Kurz gesagt, die damalige Umwelt wurde durch die Teilung von Rodinia, Pannotia und Gondwana beeinflusst, wodurch sich die Landschaft und das Klima veränderten. Die Verschiebung der Kontinente hatte somit die Entstehung des Ediacaran und die Diversifizierung seiner Organismen begünstigt. Dann wendete sich das Blatt während des letzten Teils des Ediacaran. Die geologische Serie von Nama zeigt nämlich, dass zwischen 550 und 541 Millionen Jahren vor Christus über 80% der Ediacaran-Fauna unerwartet ausgestorben sind. Die Entdeckung der Ediacaran-Fauna war für die Identifizierung des Ursprungs unserer Welt von entscheidender Bedeutung. Dank der Spuren, die Hunderte von Millionen Jahren zurückreichen, konnten wir die Geschichte der Erde rekonstruieren und alle Ereignisse entdecken, die auf die eine oder andere Weise unsere Gegenwart geprägt haben. Wir befinden uns am Ende des Ediacaran, einer geologischen Periode, die 94 Millionen Jahre umfasste. Eine aufregende Ära, die von der Entwicklung der ersten komplexen Organismen geprägt war. Während das frühe Ediacaran von der Entwicklung der ersten komplexen Organismen geprägt war, veränderten sich diese Organismen erst am Ende dieses Zeitraums und nahmen komplexere Formen an, bevor sie ausstarben. Die Erde hat im Laufe ihrer Geschichte mehrere Massenaussterben erlebt, die einen erheblichen Verlust an biologischer Vielfalt mit sich brachten und die Evolution der Lebensformen auf der Erde beeinflussten. Die genaue Zahl der Massenaussterben ist immer noch umstritten.
Gegenwärtig zählen wir jedoch 5 große Massenaussterben. Diese sind das Ordovizisch-Silurische Aussterben, fand vor etwa 443 Millionen Jahren statt. Das Devonische Aussterben, vor etwa 359 Millionen Jahren. Das Perm-Trias-Aussterben, vor etwa 252 Millionen Jahren. Das Triassisch-Jurassische Aussterben, vor etwa 201 Millionen Jahren. Das Aussterben der Kreidezeit und des Paläogens, vor etwa 66 Millionen Jahren. Mit der Entdeckung des Ediacaran erfahren wir schließlich, dass es noch ein 6. gibt, das sich tatsächlich als das erste herausstellt. Das Ediacaran-Sterben wurde vor kurzem als die erste biologische Krise aller Zeiten identifiziert, die zu den 5 zuvor erwähnten Aussterbeereignissen hinzukommt. Infolgedessen verschwand die Ediacaran-Fauna, die glücklicherweise Spuren hinterließ, aber leider fast keine Nachkommen. Dann, vor etwa 541 Millionen Jahren, starben aufgrund eines drastischen Rückgangs der Artenvielfalt zwischen 80% und 95% der Organismen des Ediacaran aus. Es wird vermutet, dass Yilingia spikiformis zu der Minderheit gehörte, die überlebte, da sie 10 Millionen Jahre vor dem Kambrium auftrat und zudem kambrischen Organismen ähnelt. Ist es nicht merkwürdig, dass die Mehrheit der Arten aus dem Ediacaran über Nacht ausstirbt? Noch rätselhafter sind die Ursachen für dieses Aussterben, die bis heute nicht geklärt sind. Letztendlich ist das Verschwinden der Ediacaran-Fauna ebenso rätselhaft wie ihr Erscheinen. Das Ediacaran-Aussterben, auch bekannt als das Ediacaran-Kambrium-Aussterben, ist ein bedeutendes Ereignis, das die Geschichte des Lebens auf der Erde erschütterte und unser Verständnis der Evolution des Tierreichs in Frage stellte. Darüber hinaus kann diese biologische Krise auf verschiedene Arten von Veränderungen zurückgeführt werden. Die genauen Ursachen für das Ende des Ediacaran sind nach wie vor umstritten. Es scheint jedoch, dass Umwelt- und Klimaveränderungen die plausibelsten Ursachen sind. Das Ediacaran war durch mehrere Zyklen klimatischer Abkühlung und Erwärmung gekennzeichnet, die durch Veränderungen in der Erdumlaufbahn beeinflusst wurden. Solche Schwankungen hätten sich wahrscheinlich nachteilig auf das damalige tierische Leben ausgewirkt. Zum Beispiel, indem sie das Überleben und die Verfügbarkeit von Nährstoffen beeinträchtigt haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Organismen des Ediacaran die ersten Lebewesen waren. Sie wären besonders empfindlich und nicht wirklich an kataklysmische Veränderungen angepasst gewesen. Andererseits gab es im Ediacaran mehrere heftige Vulkanausbrüche, die zur Bildung und Zersplitterung verschiedener Superkontinente führten. Diese vulkanische Aktivität könnte auch eine Rolle beim Aussterben der Ediacaran-Fauna gespielt haben. Vulkane setzen große Mengen an Gasen in die Atmosphäre frei, wie zum Beispiel Kohlendioxid und Schwefeldioxid. Wenn diese Gase mit Wasser in Berührung kommen, werden sie in Schwefelsäure umgewandelt. Es wird daher angenommen, dass das Eindringen in die Ozeane Auswirkungen auf die Meeresorganismen gehabt hätte. Neben der Verschmutzung der Ozeane können vulkanische Gase auch verhindern, dass das Sonnenlicht die Erdoberfläche erreicht, was zu einer globalen Abkühlung führt. In dieser Hinsicht deuten die Spuren der Vergletscherung darauf hin, dass es gegen Ende des Ediacaran zu einer zweiten Klimakrise kam. Das Ediacaran war von Anfang bis Ende von extremen Bedingungen geprägt. Der Beginn des Ediacaran ist von der globalen Erwärmung geprägt, während das Ende des Ediacaran eine dramatische Abkühlungsphase erlebte. Doch die globale Erwärmung hatte auch positive Auswirkungen auf den Planeten. Sie hat wesentlich zur Entwicklung des Lebens auf der Erde beigetragen. Andererseits war die Vergletscherung aufgrund des drastischen Rückgangs der atmosphärischen Temperaturen gelinde gesagt katastrophal. Während des unteren Ediacaran lagen die Temperaturen im Durchschnitt zwischen 20 und 30 Grad Celsius.
Der zweite Teil des Ediacaran hätte hingegen den gegenteiligen Effekt gehabt. Die Temperaturen fielen je nach Gebiet zwischen 0 Grad Celsius und minus 20 Grad Celsius. Die Ausbreitung des Kohlendioxids hatte sicherlich die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre verändert. Aber auch die ständigen tektonischen Bewegungen und die Wechselwirkung zwischen Ozean und Atmosphäre könnten zur zweiten ediacarischen Klimakrise beigetragen haben. Dann, vor 579 Millionen Jahren, kam es zu einer Abkühlung, ja sogar zu einer extremen Vergletscherung. Es handelte sich dabei um die große Gaskesselvergletscherung. Diese Vergletscherung war so intensiv, dass sich in bestimmten Regionen Eiskappen bildeten. In den Polarregionen wurden Ablagerungen von Sedimenten und Gesteinen entdeckt, die von den Gletschern zurückgelassen wurden und sich wahrscheinlich noch entwickeln. In Kanada, insbesondere in Gaskiers, ist unter einigen Fossilien aus dem Ediacaran eine 300 Meter dicke Schicht aus Dropstone zu sehen, die diese mögliche Umweltveränderung widerspiegelt. Gletscher-Moränen-Ablagerungen wurden auch auf 8 verschiedenen Paläokontinenten entdeckt. Und zwar in Gebieten in der Nähe der Pole und in Breitengraden zwischen 30 Grad und 10 Grad vom Äquator entfernt. Durch den drastischen Temperaturrückgang hätten die Gletscher beträchtliche Mengen an Meerwasser in Form von Eis eingeschlossen, wodurch der Meeresspiegel gesunken wäre. Infolgedessen hätte sich die Vergletscherung auf die natürlichen Lebensräume der Ediacaran-Fauna ausgewirkt. Durch die Senkung des Meerwasserspiegels auf den niedrigstmöglichen Stand. Zwischen den beiden Klimakrisen im Ediacaran scheint es in dieser geologischen Periode zahlreiche Klimaschwankungen gegeben zu haben. Mit Regen oder Schneefällen, je nach untersuchter Region. An einigen Orten gab es reichlich Niederschlag, sodass Seen, Flüsse und Deltas entstanden, während in anderen Gebieten Trockenheit herrschte. Die Gaskier-Vereisung war wahrscheinlich von großem Ausmaß, aber nicht so groß, dass sie ein weiteres Schneeball-Erdereignis ausgelöst hätte. Dennoch wäre diese ultimative klimatische Veränderung die wahrscheinlichste Ursache für das Ende des Ediacaran. Die meisten Organismen aus dem Ediacaran hätten eine solch bittere Kälte niemals überstanden. Zumal alle Ediacaran-Lebewesen in einem tropischen Klima geboren und aufgewachsen sind. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass der Sauerstoffgehalt am Ende des Ediacaran nicht stabil war. Nach der Vergletscherung nahm die Zahl der sauerstoffproduzierenden Organismen ab. Während des frühen Spät-Ediacarans war der Sauerstoffgehalt jedoch höher als während des Spät-Ediacarans. Aber es war nicht der erhöhte Sauerstoffgehalt, der den Vorhang für diese geologische Periode schloss. Am Ende des Ediacaran herrschte ein hypoxisches Milieu. Das heißt, der Sauerstoffgehalt war erneut niedrig, genau wie zu Beginn. Da die Organismen des Ediacaran alle aerob waren, hätte die Unterversorgung mit Sauerstoff tödlich sein können. Schließlich gibt es keine Beweise für eine völlige Abwesenheit von Sauerstoff am Ende des Ediacaran. Abgesehen von der Tatsache, dass einige in Südchina beobachtete Sedimentgesteine von Zonen umgeben waren, die zwar reich an Eisen, aber sehr sauerstoffarm waren. Aus diesem Grund verwenden wir lieber den Begriff hypoxisch als anoxisch. Wie dem auch sei, einige der wenigen Überlebenden des Ediacaran waren größer. Dies gilt insbesondere für die Wedel, deren Größe ebenfalls auf einen möglichen Sauerstoffmangel im Wasser hinweist. Die größere Oberfläche der Wedel hätte es ihnen ermöglicht, unter diesen harten Bedingungen zu überleben. Mit anderen Worten, einige Organismen haben sich an den Sauerstoffmangel angepasst, um zu gedeihen, indem sie einen maximalen Anteil von Zellen in direktem Kontakt mit dem Meerwasser entwickelten. Andererseits soll es Meeresorganismen geben, die sich nach und nach in Raubtiere verwandelt haben, wie das Verhalten der Aurora Lumina zeigt. Oder die Kimberella,
die ähnliche Eigenschaften wie ein Weidegänger aufweist. Man geht davon aus, dass sie das mikrobielle Substrat aufgebrochen hat, um sich von wehrlosen, ediacaranen Organismen und den umgebenden Biofilmen zu ernähren. Darüber hinaus nutzten primitive Raubtiere, die eine Vielzahl von Mitteln zur Nahrungsaufnahme einsetzten, die Perforation als Jagdmethode. In der Tat haben wir Spuren von Bohrungen auf den Schalen von Cludina gefunden. Es ist daher plausibel, dass das Auftreten der ersten tierischen Räuber das Leben der Überlebenden des Ediacaran gefährdet hätte, von denen die meisten sessile, nicht räuberische Arten waren. Vielleicht ist das Ediacaran infolge tektonischer Umwälzungen ausgestorben. Die Erde ist im Laufe der Äonen nicht gleich geblieben, aber sie unterlag immer denselben Regeln. Sie bleibt immer in Bewegung und unterliegt im Laufe der Zeit unvermeidlichen geologischen Veränderungen. Durch die häufigen Umweltveränderungen ist es wahrscheinlich, dass die Erde irgendwann die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht hat. Die wiederkehrende und unaufhörliche Plattentektonik hätte die biologische Vielfalt und die Ökosysteme dieser faszinierenden Periode in der Geschichte des Lebens durchaus auf die Probe stellen können. So sind schwankende Sauerstoffgehalte, Klimaschwankungen und geologische Bewegungen wahrscheinliche Faktoren für das Ediacaran-Aussterben. Die wissenschaftliche Erforschung des Ediacaran geht jedoch weiter und vielleicht werden bald neue Entdeckungen gemacht. So umfasst das Kambrium das Terre-Neovium vor 541 bis 521 Millionen Jahren und die Serie 2 vor 521 bis 509 Millionen Jahren. Das Terre-Neoicum allein macht mehr als ein Drittel der Dauer des Kambriums aus. Diese ersten beiden Epochen sind auch als Unterkambrium und Georgium bekannt. Sie umfassen das Fortunische Stadium sowie die Stadien 2, 3 und 4. Die Basis des Kambriums ist durch das Auftauchen der Treptignus pedum Fossilien gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um komplexe versteinerte Höhlen, die in den Sedimenten des Meeresbodens auf der ganzen Welt gefunden wurden. Treptignus pedum sind also die Stigmata der tierischen Aktivität auf dem Meeresboden, wenn sie sich bewegen und nach Nahrung suchen. Leider wurden in den untersuchten Sedimenten keine Fossilien dieser Tiere gefunden. Das Rätsel bleibt bestehen, zumal die Organismen, die für diese verzweigten, gewundenen Höhlen verantwortlich sind, viel komplexer sind als die Tiere der Ediacara-Fauna, die kurz zuvor existierten. Die Stufen 2, 3 und 4 sind gekennzeichnet durch das Auftreten von Archäoziten, den ersten riffbildenden Metazoen und kleinen Schalenfossilien, schalenähnlichen Mikrofossilien von Metazoen, die von Schwämmen, Weichtieren, Ringelwürmern, Lobopoden und anderen Formen repräsentiert werden, die scheinbar zu keinem der heutigen Stämme gehören. Auch Trilobiten tauchten in dieser Zeit auf. Dann kommt die miaolingische Periode, die vor 509 bis 497 Millionen Jahren stattfand und drei weitere Stufen umfasst. Die vulianische, die drumianische und die guzangische Stufe. In dieser Zeit haben sich die Trilobitenarten stark vermehrt. Spuren von Ryctocephalus indicus wurden in der Provinz Guizhou in China und in Nevada gefunden. Später kam Tychaniostos atavus, die heute ausgestorbene Trilobitenart. Es wurden Exemplare im westlichen Utah gefunden. Die Basis der siebten Stufe des Guzangiums wird durch das Auftauchen der Trilobiten Leiopyge levigata definiert, der im Nordwesten von Hunan, China, entdeckt wurde. Die letzte kambrische Periode erstreckt sich von vor 497 bis 485 Millionen Jahren und umfasst das Paibium, das Yangshanium und schließlich die zehnte Stufe, die Grundlage für die auf das Kambrium folgende Periode, das Ordovizium, bildet. In dieser Periode tauchen immer wieder neue Trilobitenarten auf,
aber es ist das Auftauchen des Konodonten Lapetoniatus fluctivagus, der die obere Grenze des Kambriums markiert. Dieses prähistorische Tier hat die Besonderheit, dass es kegelförmige Zähne hat, wie sein Name, der sich aus den lateinischen Wörtern Zähne und Kegel zusammensetzt, zeigt. Aber wie mag der Planet während des Kambriums, das den Beginn des unteren Paläozoikums markiert, ausgesehen haben? Im präkambrischen Zeitalter war Rodinia ein Megakontinent, der alle Kontinentalmassen vereinte. Unter dem Einfluss der Plattentektonik zerbrach er allmählich. Teile der kontinentalen Kruste begannen, über die Weiten der Ozeane wegzudriften. Kurz vor der kambrischen Ära entstanden zwei neue Kontinente. Laurentia, der größere der beiden, bildet einen Großteil des heutigen Nordamerikas, ohne Florida, sowie Grönland und Schottland. Der zweite, weniger wichtige, entspricht dem sibirischen Schild. Zu Beginn des Kambriums brach ein drittes Stück von Rodinia ab. Es wurde Baltika genannt und bildete das heutige Russland, Polen, Skandinavien und Norddeutschland. Der amputierte Kontinent Rodinia wurde in Gondwana umbenannt. Er war aber immer noch riesig und umfasste Südamerika, Afrika, Australien, die Antarktis, Südeuropa und schließlich China. Als die drei neu entstandenen Landmassen Laurentia, Siberia und Baltika entstanden, waren sie den Auswirkungen der Plattentektonik ausgesetzt. Sie bewegten sich aufeinander zu und voneinander weg. Ozeane bildeten sich, während sich andere schlossen. Der Japetus-Ozean öffnete sich zwischen Laurentia und Gondwana, als der Superkontinent Rodinia auseinanderbrach. Im Laufe der Jahrmillionen dehnte sich dieser Paläo-Ozean dank der Ausbreitung des Meeresbodens in Verbindung mit einem mittelozeanischen Rücken zwischen den beiden Kontinenten langsam in die südliche Hemisphäre aus. Etwa 50 Millionen Jahre nach der Öffnung des Japetus-Ozeans, am Ende des Kambriums, veränderte ein neues Ereignis allmählich diesen Teil des Globus und kehrte den Öffnungsprozess um. Eine Subduktionszone südlich von Laurentia, wo eine ozeanische lithosphärische Platte unter eine andere rutschte, schuf einen Inselvulkanbogen. Die vulkanischen Ausströmungen des Inselbogens vermischten sich lange Zeit mit den großen Sand- und Schlammmassen, die sich bereits zwischen dem Kontinent Laurentia und diesem mit Vulkaninseln durchsetzten Raum angesammelt hatten. In dieser Zone sammelten sich dann Sedimente an, die etwa 20 Millionen Jahre später, im Silur, zur Schließung dieses Ozeans führten, zumal kleine Kontinentalmassen, die ebenfalls vom großen Kontinent Gondwana abgekoppelt waren, nach Norden rutschten. Zusammen führten diese Umstände zur allmählichen Schließung des Japetus. Als der insulare Vulkanbogen sich Laurentia näherte, stieß er schließlich mit dem Kontinentalrand zusammen und begann den langen Prozess der Gebirgsbildung, die Voraussetzung für die kaledonische Orogenese, aus der viel später die Appalachen in Nordamerika und die Gebirgsketten in Schottland und Skandinavien hervorgingen. Das Kambrium begann, als die letzte Eiszeit des Proterozoikums, die Gaskiers-Vereisung, zu Ende ging. Eine allmähliche und kontinuierliche Erwärmung des Klimas führte zu Durchschnittstemperaturen, die weit über denen lagen, die wir heute kennen. Aber waren die so entstandenen Kontinente für die Entwicklung jeglicher Form von Leben geeignet? Obwohl das Klima mit einer geschätzten globalen Durchschnittstemperatur von 25 Grad Celsius günstig zu sein schien, gab es auf den Kontinenten, die damals hauptsächlich die Äquatorialzonen einnahmen, im Gegensatz zu den Ozeanen, keine Anzeichen von Leben. Doch dank der Cyanobakterien, den ersten Algen, die auf der Erde auftauchten und eine entscheidende Rolle spielten, kam es zu einer großen Sauerstoffanreicherung des Planeten, die das Feld der Möglichkeiten eröffnete.
In Laurentia, Sibirien und Baltika herrschte ein tropisches Klima. Gondwana, das sich in der Nähe der Polarzone befand, erlebte relativ kalte Temperaturen, aber ohne eine Landbedeckung aus Eis. Die intertropische Zone hingegen war eher trocken. Die Atmosphäre enthielt 20% Sauerstoff und 0,5% Kohlendioxid. Aber die Ozonschicht war viel zu dünn, um die Oberflächenkontinente zu schützen. Da sie der ultravioletten Strahlung relativ stark ausgesetzt waren, konnten sie keine Lebensformen beherbergen. Die Oberflächen der Kontinente waren völlig unfruchtbar, wüstenähnlich und dürr, ohne jegliche Pflanzendecke. Erst die Bewegung der tektonischen Platten und die starke Erosion veränderten schließlich das Aussehen dieser Länder, die aus felsigen Gipfeln oder kargen, rissigen Ebenen bestanden. Die flachen Ozeane hingegen konnten diese Bedingungen dank ihres warmen Wassers voll ausnutzen, um das bereits vorhandene Leben zu entwickeln. Zu Beginn der Periode bevölkerten erst einzellige, dann mehrzellige Organismen den unterseeischen Raum. Prokaryoten, einzellige Mikroorganismen ohne Zellkern oder Kernmembran, wie Bakterien und Archaeen, wurden gefunden. Dann kamen zu den vielen Cyanobakterien die Eukaryoten, die im Proterozoikum aufgetaucht waren. Aber wir werden später sehen, wie die klimatischen Bedingungen in den 56 Millionen Jahren, die das Kambrium ausmachen, eine wichtige Rolle bei der Entwicklung dieser Arten gespielt haben. Vor etwa 600 Millionen Jahren, gegen Ende des Proterozoikums, kurz vor dem Kambrium, entwickelte sich die Ediacara-Fauna, die aus blatt- und röhrenförmigen Organismen mit weichen Körpern bestand, fast 56 Millionen Jahre lang, bevor sie plötzlich verschwand. Die Gründe für dieses plötzliche Verschwinden sind bis heute ein ungelöstes Rätsel. Allerdings wurden überall auf der Welt Spuren dieser Fauna gefunden. Sie bestand aus primitiven Vertretern jüngerer Gruppen, im Wesentlichen aus dem Stamm der Nesseltiere, das heißt Weich- und Medusenkorallen, Ringelwürmern, die segmentierten Würmern entsprechen, und Gliederfüßern. Eine der wenigen Überlebenden dieser kurzen Periode sind die Quallen. Doch das darauffolgende Ereignis war so wichtig, dass es den Beginn eines neuen Zeitalters markierte, das Kambrium. Das Kambrium ist das Zeitalter, das den Beginn der fossilen Zeiten markiert. Nach der letzten Eiszeit des Proterozoikums veränderte sich der Planet. Die Temperaturen waren viel milder. Und eine beispiellose Ausdehnung der epikontinentalen Meere ermöglichte es, dass sich das Leben unter Wasser in einem noch nie dagewesenen Tempo entwickelte, aber nicht nur in Bezug auf die Menge. Auf einer geologischen Zeitskala erschienen neue Anatomien in einem solchen Ausmaß, dass wir von einer kambrischen Explosion sprechen. Dies war das erste evolutionäre Ereignis seiner Art und markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung des Lebens auf der Erde. Einige Autoren haben es sogar als zoologischen Urknall bezeichnet. Die meisten der heute bekannten Tiergruppen entstanden zwischen 541 und 505 Millionen Jahren. Obwohl einige dieser vielzelligen Tiere seither verschwunden sind, war diese kambrische Explosion der Auslöser für eine große Diversifizierung der Tier-, Pflanzen- und Bakterienklassen und Arten. Lebende Organismen bekamen Schalen, Panzer und sogar Skelette und hinterließen ihre Spuren in Fossilien. Die meisten von ihnen waren Weichkörper wie Würmer und Schwämme, aber auch die ersten Gliederfüßer. Die entfernten Vorfahren der Krebstiere und Insekten tauchten auf. Es gab auch Spuren der späteren Kopffüßer, darunter der Oktopus. Durch das rasche Auftauchen neuer Tierarten, vor allem der bilateralen, wurden die Ökosysteme viel komplexer als zuvor, als sie noch von relativ einfachen Organismen bevölkert waren, wie das Beispiel der Ediacaran-Population zeigt. Völlig neue ökologische Interaktionen, wie zum Beispiel Raubtiere, traten in neuen Meeresumgebungen und Lebensräumen auf.
Einige sogenannte benthische Arten lebten auf dem Meeresboden oder sogar in dem Sediment, das ihn bedeckt. Andere hingegen entwickelten sich in der aquatischen Umwelt. Diese werden als nektonische Tiere bezeichnet. Die Ursachen der kambrischen Explosionen sind noch immer nicht wirklich bekannt. Es wurden jedoch mehrere Hypothesen aufgestellt, von denen einige miteinander verbunden sind. Die erste geht von einem Anstieg des gelösten Sauerstoffs in den Ozeanen nach dem Ende der letzten Eiszeit aus. Möglicherweise hat auch die Produktion von Phosphat- und Nitrationen zugenommen, die für die photosynthetische Primärproduktion wichtig sind und die Entwicklung des Phytoplanktons und die Mineralisierung von Hartteilen wie Schalen und Skleriten ermöglichten. Veränderungen in der Nahrungskette, die zu einem Wettbewerb zwischen Beute und Räubern führten, könnten Koevolutionsmechanismen zwischen verschiedenen Arten begünstigt haben. Infolgedessen haben sich neue und lebenswichtige Verteidigungsstrategien wie Panzer, Schalen und Stacheln entwickelt, die einen ursprünglichen Schutz gegen Raubtiere boten, die schließlich selbst mit visuellen Elementen ausgestattet waren. Und dann ist da noch die Frage, ob kleine genetische Veränderungen während der Embryonalentwicklung bestimmter Arten zufällig entstanden sein könnten. Du fragst dich wahrscheinlich zu Recht, welche Beweise aus dieser Zeit gefunden wurden. Es ist in der Tat legitim, sich zu fragen, wie die versteinerten Spuren dieser Mikroorganismen, die zudem ausschließlich auf dem Meeresboden lebten, entdeckt werden können. Wenn es schon schwer genug ist, die versteinerten Überreste von Dinosauriern ans Licht zu bringen, die fast 300 Millionen Jahre später auftauchten, welche Stigmata können da noch ausgebeutet werden? Glücklicherweise ist ein großer Teil des Meeresbodens des Iapetus-Ozeans erhalten geblieben. Als die Plattentektonik die Erdkruste immer weiter formte, wurden die Oberflächen in den Meerestiefen zu Gebirgshängen angehoben. Diese Explosion des Lebens hinterließ viele Fossilien, die überall auf der Welt zu finden sind. Spuren aus dem Kambrium finden sich auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten. Das aktuelle Wissen über das Leben im Kambrium basiert jedoch auf der Untersuchung der Lagerstätten, die noch vorhanden sind und an denen Paläontologen weiter forschen. Das Kambrium ist auch in Frankreich gut vertreten. Zahlreiche Fossilien wurden im südwestlichen Zentralmassiv, genauer gesagt in der Montagne Noire, aber auch in den Pyrenäen, der Normandie, den Cevennen, in kleinen Aufschlüssen im Pays de Loire und schließlich in den Ardennen entdeckt. Die ersten kambrischen Fossilien, die in Frankreich entdeckt wurden, stammten aus dem Jahre 1888. Trilobitenschutt wurde in der Montagne Noire gefunden, wo sich die Stratigraphie später als besonders repräsentativ für das Kambrium erwies. Der Burgess Shale ist einer der bemerkenswertesten Lagerstätten der Welt. Sie wurde am 30. August 1909 von dem Paläontologen Charles Doolittle Walcott entdeckt und befindet sich in der Nähe des Mount Burgess, hoch in den kanadischen Rockies, im Herzen des Yoho-Nationalparks. Es handelt sich um eine schwarze Schieferablagerung, in der Fossilien, von denen die meisten etwa 505 Millionen Jahre alt sind, vom Ende der kambrischen Explosion zeugen. Schiefer ist eine Art von Sedimentgestein, das aus Ton und Schluff besteht. Oft sind diese Gesteine sehr brüchig und offenbaren die versteinerten Überreste überraschender, ja sogar beunruhigender Lebewesen. Wie wir bereits erwähnt haben, waren die Berge der kanadischen Rockies einst der Meeresboden des Iapetus-Ozeans. In den tiefen Gewässern lagerten sich Sedimente in Form von Schlammströmen ab und fingen die Tiere in diesem Gebiet ein. Der Sauerstoffmangel verlangsamte ihre Zersetzung, so dass sie sich mit der Zeit in schwarze, fadenförmige Fossilien verwandelten. Die Skelettelemente aus dem Kambrium sind im Allgemeinen klein. Sie stammen von kleinschaligen Tieren. Es werden verschiedene Teile mineralisierter Skelette untersucht, wie zum Beispiel Sklerite,
Der kalkhaltige Teil, der im Gewebe bestimmter Korallen enthalten ist, Spicula, die kalk- oder kieselhaltigen Bestandteile, die das Skelett von Schwämmen, Röhren oder Muscheln bilden. Diese Elemente gehörten wahrscheinlich zu mehreren verschiedenen Tierarten. Das Bemerkenswerteste an der Burgess-Fauna ist jedoch das Auftreten bestimmter innerer und äußerer Organe. Schließlich waren die Tiere mit Beinen, visuellen Merkmalen, einem Mund, einem Verdauungssystem, Fühlern und vielen anderen besonderen Merkmalen ausgestattet. Bis heute wurden in Walcotts Steinbruch fast 150 Arten von Tieren, Algen und Bakterien nachgewiesen. Tausende von Exemplaren sind in mehreren Sammlungen aufgeteilt, sodass die Wissenschaftler das Ökosystem als Ganzes untersuchen können. Dank der schieren Menge an Fossilien sind nun zum ersten Mal quantitative Statistiken möglich. Forscherinnen und Forscher schätzen, dass fast 98% der Fossilien an dieser Fundstelle von Weichteilorganismen stammen. Die einzigartigen Erhaltungsbedingungen machen diese Fundstelle außergewöhnlich. In den meisten kambrischen Meeresablagerungen weltweit gibt es diese Art von Fossilien nämlich nicht. Nicht, weil sie nicht da waren, sondern weil sie nicht unter den richtigen Bedingungen erhalten wurden. Die Burgess-Gemeinschaft besteht hauptsächlich aus Tieren. Es wurden auch einige Arten von Grün- und Rotalgen sowie mikrobielle Kolonien nachgewiesen. Aber die Gruppen, die diese neue Umgebung am besten repräsentieren, sind zweifellos die Gliederfüßer, Arthropoden. Diese kleinen Tiere mit gelenkigen Beinen, die sich häuten, und die Poripheren, das heißt die Schwämme. Werfen wir also einen Blick auf die Arten, die diesen Paläo-Ozean bevölkerten, der damals Iapetus genannt wurde. Beginnen wir mit den am weitesten verbreiteten Tieren, den Benthos, das heißt denjenigen, die im oder in der Nähe des Meeresbodens leben. Canadaspis perfecta ist einer der Vorfahren der Gliederfüßer, die wir heute in Form von Krebstieren, Insekten und Spinnentieren finden. Dieses Exemplar, das auch in China Spuren hinterlassen hat, war zwischen 8 und 52 mm lang. Sein Körper war teilweise von einem Panzer bedeckt und endete in einem segmentierten Schwanz mit einem Telson an der Spitze, das wiederum einen doppelten, nach hinten gerichteten Stachelvorsprung hatte. Auf seinem muschelförmigen Panzer befanden sich zwei Augen, zwischen denen eine Wirbelsäule begann. Er war mit einem Paar kurzer Fühler und einem weiteren, längeren Paar ausgestattet, das wahrscheinlich dem Geruchssinn diente. Auf der Höhe des Kopfes befanden sich zwei Beinpaare, die alle mit einer Endklaue ausgestattet waren. Sein Körper bestand aus mehr als einem Dutzend Segmenten. Der Brustbereich war mit 8 Beinpaaren ausgestattet, die ebenfalls mit Krallen versehen waren, während der hintere Teil des Hinterleibs keine Beine besaß. Beine oder Anhängsel werden als zweigliedrig bezeichnet, wenn sie sowohl Kiemen als auch Fortbewegungsapparate haben. Canadaspis perfecta lief am Meeresboden entlang und wühlte mit seinen Füßen den Schlamm auf, um seine Nahrung zu finden. Sobald das Futter gefunden war, benutzte es seine beiden Unter- und Oberkiefer, um zu fressen. Unter den Tieren, die den Meeresboden bewohnten, lebten viele Arten mit länglichen Körpern, die den heutigen Würmern ähneln, auf dem Meeresboden oder im Sediment, das ihn bedeckte. Andere hatten eine besondere Morphologie, die es ihnen ermöglichte, aktiv zu schwimmen. Diese langgestreckten Tiere gehören zur Kategorie der Anneliden. 5 Arten wurden im Burgess-Schill nachgewiesen, darunter Peronoceta, die eine sedimentäre Umgebung bevorzugte, und Canadia spinosa, die mit den Meeresströmungen schwamm. Werfen wir einen Blick auf Canadia spinosa. Dieser Ringelwurm wurde im Durchschnitt 3 cm lang und konnte bis zu 4,5 cm erreichen. Das Hauptmerkmal dieses Tieres sind die zahlreichen steifen Borsten, die sich von seinen Rückenästen den ganzen Rücken hinunter erstrecken. Dieses Merkmal ist typisch für Polykäten.
An ihrer charakteristischen segmentierten Struktur trägt jedes Segment ein paar auffälliger seitlicher Anhängsel, die Parapodien, die vor allem der Fortbewegung dienen. An diesen Parapodien befinden sich Borstenbüschel mit einer unterschiedlichen Anzahl von Borsten, die Keté, die ihnen die Fortbewegung im Wasser erleichtern. Die Perunoketa hingegen bevorzugt den Kontakt mit Sedimenten. Der Name dieses winzigen, fadenförmigen Haarwurms leitet sich von den griechischen Wörtern perone, Nadeln, und kite, langes Haar, ab und bezieht sich auf die Borsten, die ihn bedecken. Dieser Wurm wurde zwischen 1 und 2 cm lang und hatte einen Körper, der ohne die Borsten nur einen Millimeter breit war. Sein Körper bestand aus etwa 25 Segmenten, die jeweils mit einem Paar Parapodien ausgestattet waren. Dieses fleischfressende, sogar detritivore Tier hat einen geraden Darm, der sich über die gesamte Länge seines Körpers erstreckte. Sein Kopfbereich war mit einem Paar Tentakeln ausgestattet. Dieser Wurm war endobentisch und epibentisch, das heißt, er konnte sich sowohl auf als auch im Sediment bewegen. Seine Borsten, die für seine Bewegungen sehr nützlich waren, halfen ihm wahrscheinlich dabei, sich im Sediment zu vergraben, um sich zu verstecken und nach Nahrung zu suchen. Aber ein viel größerer Wurm wurde in der erstaunlichen Burgess-Fauna entdeckt. Es handelt sich um den Capinatator pretermissus, einen Wurm, der sich während des Kambriums als gewalttätiger Räuber erwies. Er galt als Monster, maß 11 cm und sein breiter Kopf war mit 50 Haken besetzt. Wegen seiner pfeilartigen Form wird er auch als Ketoniat bezeichnet. Der Name Ketoniate bedeutet Kieferhaar. Tatsächlich waren es seine zahlreichen beweglichen Haken, mit denen er seine Beute fangen konnte. Dieser Wurm gilt als ein Zweig der Meeresräuber. Auch heute noch findet man diese Art von Wurm in allen Meeren. Obwohl sie sich nicht sehr verändert haben, sind sie heute oft nur noch wenige Millimeter lang. Dennoch verhält er sich, eingebettet in Plankton, wie ein furchterregender Räuber, dessen Haken zahlreiche Opfer unter den Larven von Fischen und Krebstieren fordert. Auf dem Meeresboden lebten auch Brachiopoden, Tiere, die sich von Schwebeteilchen ernährten und deren Körper in Muschelschalen untergebracht waren. In der Regel befestigten sie sich mit ihrem Stiel, einem zylindrischen, biegsamen Organ, an einer Oberfläche des Meeresbodens oder an einem anderen größeren Organismus. Micromitra burgessensis war einer dieser Brachiopoden, der maximal 10 mm groß war. Sein Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet kleiner Turban. Er war der am besten ausgestattete Brachiopode, der in der Burgess-Fundstelle gefunden wurde. Er hatte eine mineralisierte Schale. Diese war mit ausgeprägten Wachstumsstreifen und feinen, erhabenen Linien verziert, die vom Scharnier aus über die gesamte Schale ausstrahlten und auf der Oberseite kleine, rautenförmige Muster bildeten. Die Klappen waren halbkreisförmig, während das Scharnier praktisch gerade war. Dieses Exemplar war außerdem mit langen, dünnen Borsten verziert, die weit über die Ränder der Schale hinausragten. Diese war am Rand des Mantels entlang der Rücken- und Bauchklappen angebracht. Einige dieser Exemplare wurden versteinert an den Stacheln einer Schwammart, dem Piranha-Schwamm, gefunden, was seine bentische Lebensweise bestätigt. In den Gewässern dieses Ozeans waren die Tiere aktiv am Schwimmen. Das galt vor allem für die Chordaten, Tiere mit Rückenseilen und Rückenmarksfäden. Picaya gracilens, eines der Fossilien, die im Burgess Shale gefunden wurden, stellt zweifellos die primitivste Form der Chordaten dar. Damals sah dieser Vorfahre der Wirbeltiere nur wie ein Wurm aus. Es wurde jedoch nachgewiesen, dass dieses Tier mit Myomeren, den Muskeln der Wirbeltiere, ausgestattet war. Es war etwa 5 cm lang. Sein länglicher Körper mit dem Kopf an der Vorderseite gab ihm das Aussehen eines Aals. Sein an den Seiten abgeflachter Körper lässt vermuten, dass er eine Bauchflosse im hinteren Bereich hatte.
Obwohl dieses Tier auf der Suche nach Nahrung viel Zeit auf dem Meeresboden verbrachte und nach organischem Material wie Schnecken oder Seeigeln suchte, konnte es wahrscheinlich nach Herzenslust schwimmen. Einer der Gliederfüßer hatte zwei gestielte Augen. Das ist die Sidnea. Mit einer maximalen Größe von 160 mm war ihr Schädelschild konvex, kurz, aber breit und in der Frontalansicht rechteckig. Die beiden seitlichen Ecken waren eingekerbt, um auf jeder Seite eine Antenne und einen Augenstiel unterzubringen. Die beiden halbkugelförmigen, stark reflektierenden Augen befanden sich jeweils über und hinter den Antennen. Der Thorax bestand aus 9 Sedimenten, von denen die mittleren breiter waren. Die ersten 4 Brustsegmente hatten Anhängsel mit einer großen Basis und 8 leichteren Anhängseln, die in einer scharfen Klaue endeten. Die nächsten 5 Brustsegmente hatten die gleichen Anhängsel, aber diese waren mit Zweigen von Fäden verbunden und bildeten etwas, das man als Flügel bezeichnen könnte. Der Hinterleib bestand schließlich aus 3 viel dünneren Segmenten und endete in einem dreieckigen Telson, das von einem Paar großer, gelenkiger Paddel begleitet wurde, die einen Schwanzfächer bildeten. Dieser Fleischfresser schwamm und bewegte sich mit Hilfe seiner 4 vorderen Brustbeinpaare auf dem Meeresboden, während er sich mit den fadenförmigen Ästen seiner 5 hinteren Paare durch die Wassersäule fortbewegen konnte. Diese Fäden könnten sogar an der Atmung des Tieres beteiligt gewesen sein und als Kiemen fungiert haben. Seine stacheligen Hinterbeine halfen ihm, seine Nahrung zu zerkleinern und zu seinem Maul zu transportieren. Seine Augen und Antennen halfen ihm, sich auf der Suche nach seiner Beute über den Meeresboden zu bewegen, die er mit seinen vorderen Gliedmaßen greifen und dann zerquetschen musste. Ein anderer primitiver Gliederfüßer hatte nicht 2, sondern 5 Augen. Das war Opabinia regalis. Aufgrund seiner ungewöhnlichen Morphologie, zu der auch ein seltsamer vorderer Rüssel gehört, ist er eines der bekanntesten Fossilien der Burgess-Fauna. Sein Körper, der maximal 10,1 cm groß war, wies Kiemen und seitliche Lappen auf, die sich in einer Reihe wiederholten, sowie einen großzügigen Schwanzfächer. Sein kompletter Körper, gemessen ohne den Rüssel, war zwischen 4,3 und 7 cm lang. Am vorderen Rand des runden Kopfes befanden sich 5 markante Augen. Sie waren knollenförmig und wurden von kurzen Stielen überragt. Sein ringförmiger Rüssel war 4-mal so groß wie sein Kopf. Er war extrem biegsam und endete in einem Paar gegenüberliegender Zangen, die jeweils 5 oder 6 Stacheln hatten. Der ventrale Mund war nach hinten gerichtet. Der Rumpf bestand aus 15 Segmenten, die jeweils ein Paar seitliche Lappen enthielten, die ihrerseits Kiemenstrukturen in Form von Lamellen trugen. Auf dem Rüssel folgte ein Schwanzfächer mit 3 nach oben gerichteten Flossenpaaren. Dieses fleischfressende Tier schwamm dank der Wellen, die von seinen Seitenlappen erzeugt wurden, die wie Propeller wirkten. Sein Schwanzfächer half ihm wie ein Ruder, sich durch die Wassersäule zu bewegen. Sein flexibler Rüssel und sein Paar distaler Zangen waren von unschätzbarem Wert, wenn es darum ging, weiche Nahrung zu fangen und sie in sein Bauchmaul zu bringen. Der Meeresboden wurde sicherlich von Stachelhäutern gefärbt. Stachelhäuter sind eine besondere Gruppe von Organismen, die sich durch ein mineralisiertes Skelett aus mehreren Elementen mit pentamerischer Symmetrie auszeichnen. Diese Struktur finden wir heute bei Seesternen, deren Körper aus 5 identischen Teilen besteht, die strahlenförmig von einem zentralen Punkt ausgehen. Natürlich ernährten sich fleischfressende Tiere in großer Zahl von Mollusken. Von den 5 Arten, die im Burgess Shale entdeckt wurden, hatten nur eine mineralisierte Schale, die Shenella. Auch Schwämme bevölkerten den Meeresboden.
Sie gehören zu den primitivsten Tieren, die in den Ozeanen leben. Ihr Körper hatte kein richtiges Gewebe. Viele dieser Arten hatten ein Skelett, das aus einem Geflecht aus feinen mineralischen Stäbchen bestand, die als Spicula bekannt sind. Diese Demosponges waren bentische Filterfresser. Sie gehören daher zum Stamm der Porypharae. Im Burgess-Scheel wurden Exemplare mehrerer Arten der Gattung Vauxia gefunden, darunter auch Vauxia gracilenta. Dieser Schwamm, der an dieser Stelle sehr häufig vorkommt, wurde maximal 8 cm groß. Einfach und unverzweigt oder mit komplexeren Strukturen. Jeder seiner Zweige war fast zylindrisch und bildete einen stark akzentuierten Kegel mit einem einfachen zentralen Hohlraum mit einer konkaven oder flachen Öffnung. Um sich zu ernähren, hatten diese sessilen Lebewesen keine andere Möglichkeit, als ständig Wasser durch die Kanäle in ihren Wänden zu filtern, um die darin befindlichen organischen Partikel zurückzuhalten. Andere Arten mit unterschiedlichen Skelettelementen und Zweigformen waren ebenfalls weit verbreitet, wie zum Beispiel Vauxia bellula und Vauxia densa. Diese konnten bis zu 15 cm hoch werden. Am Meeresboden verankert, boten sie perfekten Schutz für die epibentische Fauna, deren Lebensraum im Wesentlichen der Meeresboden war. Der bekannteste Schwamm im Burgess-Scheel ist jedoch zweifelsohne die Hatzelia palmata. Sie wird der oberen Gruppe der Demosponges, der Ordnung Monaxodina, zugeordnet. Die Gattung Hatzelia ist sehr vielfältig. Sie umfasst Arten mit verschiedenen Morphologien. Einige sind groß und becherförmig, wie Hatzelia palmata, Hatzelia crateria und Hatzelia luteria. Andere sind länglich und kegelförmig, wie zum Beispiel Hatzelia conferta, Hatzelia grandis und Hatzelia obscura. Es gab auch einige besonders verzweigte Arten, wie Hatzelia delicatula, und andere in Form von Knollen oder Lappen, wie Hatzelia lobata und Hatzelia nodulifera. Trotz der beträchtlichen Vielfalt ihrer allgemeinen Formen hatten diese Arten jedoch alle die gleiche Mikrostruktur. Sie waren dünnwandig und bestanden aus kleinen Stacheln, die dicht aneinandergereiht waren und eine netzartige Struktur aufwiesen, die sich nach außen öffnete. Hatzelia palmata, die bis zu 15 cm groß wurde, zeichnete sich durch ihre offene, schildähnliche Form und zahlreiche Ansammlungen von auffälligen, strahlenförmigen Stacheln aus. Zu den Gliederfüßern, die neben den Schwämmen auf dem Meeresboden aktiv waren, gehörte die Narajoya, die oft mit Trilobiten verglichen wird. Dieses Meerestier, das nicht größer als 4 cm war, hatte zwei eiförmige Rückenschilde mit einem konvexen Achsenbereich. Es hatte also einen Kopfschild und einen länglichen Schild, der den Rest des Körpers schützte. Zwei lange gegliederte Antennen ragten aus dem vorderen Schild heraus. Hinter den Fühlern befanden sich 4 Paar von Anhängseln am Kopf und weitere 14 Paare am Rumpf. Jedes dieser Anhängsel war segmentiert und zweifach verzweigt. Ein Teil bildete den Bewegungsapparat, der in 7 Segmente unterteilt und somit perfekt zum Laufen geeignet war. Der andere Teil war ein fadenförmiger Zweig, der aus einem feinen Schaft bestand, von dem zahlreiche Lamellen ausgingen. Diese Anhängsel endeten in einer großen Stachelplatte. Dank seiner Fühler, die wahrscheinlich sensorisch waren, konnte der Narajoya seine Nahrung orten, die er mit Hilfe der Stachelplatte an der Basis seiner Fortsätze zum Mund führte. Er konnte aber auch kurze Strecken schwimmen, indem er seine fadenförmigen Kiemen nutzte, um sich im Wasser fortzubewegen. Wenn dieser Fleischfresser ein Aasfresser oder sogar ein Raubtier war, beweisen die Narben, die auf dem Panzer einiger Exemplare gefunden wurden, dass er auch von größeren Raubtieren angegriffen wurde. Schließlich vervollständigt ein Fleischfresser mit einem röhrenförmigen Panzer die Liste der Gliederfüßer. Das ist die Odaraya alata. Der größte Teil des Körpers dieses Tieres war von einem imposanten Panzer umhüllt, dessen Mittellinie entlang der dorsalen Mittellinie sichtbar war.
Die beiden vereinigten Klappen am Bauch machen dieses Exemplar zu etwas ganz Besonderem. Denn sein Panzer bildet eine offene Röhre an der Vorder- und Rückseite des Tieres. Sein Kopf, der aus der Röhre herausragt, hatte eine kleine vordere Platte mit großen kugelförmigen Augen, die von kurzen Stielen überragt wurden. Sein Körper bestand aus etwa 47 Segmenten, die jeweils ein paar Anhängsel hatten. Die ersten beiden Segmente hatten die Form von schlanken, segmentierten Ästen, die zum Laufen geeignet waren. Die anderen Gliedmaßen waren zweifach verzweigt und teilten sich in einen inneren Ast mit einem großen verzweigten Grundstachel und einen äußeren Ast mit fadenförmigen Lamellen. Der Schwanz, auch Telson genannt, bestand aus drei Flossen, die sich seitlich und vertikal erstreckten. Die durch den röhrenförmigen Panzer blockierten Bauchanhänge dieses Raubtiers machten es ihm wahrscheinlich schwer, auf dem Meeresboden zu laufen. Trotzdem war Odaraya ein mobiles Tier. Dank der gewellten inneren Äste und biramedialen Anhängsel konnte er in der Wassersäule schwimmen. Wie ein Saugrohr filterte sie Wasserorganismen, die vorne ein und hinten aus ihrem Panzer austraten. Sein großer Telson, der sehr nützlich war, wenn er unterwegs war, half ihm beim Lenken und, warum nicht, beim Rollen oder Bremsen beim Schwimmen. Wie du siehst, wimmelte es in diesem Paläo-Ozean von Leben, auch wenn die Seeungeheuer damals nur klein waren. Auf zoologischer Ebene führte die kambrische Explosion zu einer noch nie dagewesenen Vielfalt an Tierarten. Vor allem aber markierte sie die Entstehung der modernen Ökosysteme. Die Artenvielfalt des Meereslebens während des Kambriums wird auch in einer Region im Südwesten Chinas perfekt veranschaulicht. Verschiedene Fundorte in Chenyang in der Provinz Yunnan sind bekannt für die Qualität der Erhaltung der gefundenen Fossilien, einschließlich ihrer Weichteile. Die Chenyang-Fauna kam nach der kleinschaligen Fauna, die den Beginn der kambrischen Periode markierte. Zu dieser Zeit, vor etwa 520 Millionen Jahren, entstanden neue Lebensformen. Eine der Stätten, der Mao Tian Shan Hügel, gehört seit 2012 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auf diesem Hügel wurde diese Lagerstätte 1984 von Dr. Xiang Guangho vom Nanjing Institute of Geology and Paleontology entdeckt. Die Fossilien von Chenyang umfassen 16 Firla, über 170 Gattungen und mehr als 200 verschiedene Arten. Sie markieren das erste Auftreten der meisten Tiergruppen aus dem Phanerozoikum, von denen viele noch heute unseren Planeten bevölkern. Es wurden die ersten Exemplare von Algen, Schwämmen, Brachiopoden, Arthropoden, Chordaten und Stachelhäutern gefunden. Aber damit ist die Liste noch nicht zu Ende. Halluzygenia ist eines der am besten untersuchten Exemplare. Dieses Tier, das damals zu den Polykäten der Gattung Canadia gehörte, ist extrem gut erhalten und liefert den Experten wertvolle anatomische Details. Er hatte einen ovalen Kopf, der durch eine Einschnürung mit seinem zylindrischen Körper verbunden war und einen Hals bildete. Er war 22 mm lang und hatte 7 Paar Rückenstacheln und 7 Beinpaare mit kleinen Krallen an den Enden. Heute wird er zu den Lobopoden gezählt. Einer der beliebtesten Bewohner der Chenyang-Fauna ist ein zahlreicher Gliederfüßer, von dem einige Exemplare in einem hervorragenden Erhaltungszustand sind. Es handelt sich um die Leancoelia illicebrosa. Man erkennt sie an ihrem langgestreckten, segmentierten Körper, ihren zweigliedrigen Anhängseln und vor allem an ihren zwei großen Kopfanhängseln, die jeweils 3 etwa 2 cm lange Geißeln tragen. Ein anderes häufiges Tier hat zahlreiche anatomische Details enthüllt. Dabei handelt es sich um Eoretlichia intermedia, einen Trilobiten, der auf der Vorderseite seines Kopfes feine, sichelförmige Fühler
und große sichelförmige Augen aufwies, die eine runde Fläche einrahmten, die von zwei langen Stacheln verlängert wurde. Sein hinterer Teil endete in einem langen, stachelartigen Schwanz. Das berühmteste Fossil der Chengyang-Fauna ist jedoch zweifelsohne Myllocunmingia fengjiaoa. Sie ist das älteste bekannte Wirbeltier. Mit einer Länge von etwa 2 cm ist er ein kleiner, primitiver Fisch. Sein Kopf unterschied sich von seinem Rumpf. Er hatte 5 bis 6 Kiemen. Sein Rumpf war mit einer Rücken- und einer Bauchflosse ausgestattet, die wahrscheinlich miteinander verbunden waren. Der Brustkorb hatte 25 V-förmige Segmente, wobei die Spitze nach hinten gerichtet war. Die Lage seines Mundes ist noch unklar, aber er hatte einen Rachen und einen Verdauungstrakt, der bis zur Schwanzspitze reichte. Eine weitere Art sticht in der Chengyang-Fauna hervor, dieses Mal wegen ihrer Größe. Das ist der Anomalocaris saron. Dieses Raubtier aus der inzwischen ausgestorbenen Familie der Anomalocaridae, das auch als seltsame Garnele bekannt ist, konnte über 1 Meter lang werden, was für diese Zeit der Tiergeschichte ziemlich außergewöhnlich und sogar spektakulär ist. Ihr vorderer Teil war mit einem Paar großer, segmentierter und mit Stacheln besetzter Greifarme ausgestattet. Auf dem Kopf befanden sich 2 große gestielte Augen und auf der Unterseite ein charakteristisches ringförmiges Maul. Sein segmentierter Körper, der aus 11 Lappenpaaren bestand, machte ihn wahrscheinlich zu einem sehr guten Schwimmer. So ausgerüstet dürfte es keine Schwierigkeiten gehabt haben, sich von Trilobiten zu ernähren, die es mit einem scharfen Auge jagte. Aus diesem komplexen Ökosystem schlossen die Wissenschaftler, dass über 55% der Arten Gliederfüßer waren. 10% waren Schwämme. Darüber hinaus sind mehr als 10% der Arten noch unklar. Der größte Teil der Fauna lebte auf dem Meeresboden. Tatsächlich waren nur wenige der gerade beobachteten Exemplare pelagisch, da ihre Struktur nicht mit Elementen ausgestattet war, die es ihnen ermöglichen würden, zu schwimmen. Auch nicht passiv. Auch die Ernährungsgewohnheiten waren sehr unterschiedlich. Es gab Filterfresser und furchterregende Raubtiere. Einige dieser Tiere begnügten sich damit, das Sediment zu plündern, andere waren aktive Jäger. Am Standort Chengyang ist die kambrische Explosion alles andere als eine Legende. Die Diversifizierung des Lebens ist gut dargestellt, vor allem durch das Auftreten zahlreicher, bisher unbekannter Tiergruppen. Während viele Nachkommen innerhalb eines einzigen Stammes entstanden, überlebten einige, während andere in späteren geologischen Zeiten ausstarben. Auf jeden Fall entstanden in dieser Zeit alle komplexen Formen des tierischen Lebens, wie wir sie heute kennen. Im Unterkambrium, während der ersten beiden Serien des Terrineoviums und der Serie 2, gab es eine kurze Periode, die die tomotische Fauna hervorbrachte, benannt nach der sibirischen Stadt Tomot. Diese Fauna erschien während der kambrischen Explosion vor 530 Millionen Jahren, dauerte aber nur wenige Millionen Jahre. Dennoch ist sie, ähnlich wie die Ediacara-Fauna, auf der ganzen Welt bekannt. Die Tomotian-Fauna wird oft auch als die kleinschalige Fauna bezeichnet und das aus gutem Grund. Sie enthält zwar einige Organismen, die für ihre Zeit modern aussehen, aber die meisten ihrer Vertreter bestehen aus winzigen Klingen, Röhren, Nadeln, Kappen oder Kuppeln. Für Paläontologen bleibt die Natur dieser kleinschaligen Fauna ein Rätsel. Sind es einfach verstreute Fragmente der allerersten Schalenarten, die noch unvollkommen von unerkennbaren Organismen geformt wurden? Oder handelt es sich um Überreste von Schalenstücken, die zuvor bekannte, aber nicht identifizierte Tiere bedeckten und deren Bau im Laufe der Zeit verbessert wurde? Oder handelt es sich bei diesen seltsamen Funden um einzigartige Organismen, die schon früh auftauchten und dann spontan verschwanden?
Bis vor kurzem galt die tomotische Fauna als die erste Fauna mit harten Teilen. Jüngste Entdeckungen von Organismen mit mineralisierten Skeletten haben jedoch das Gegenteil bewiesen. Letztere wurden in den geschichteten Schichten des späten Präkambriums und frühen Kambriums gefunden. Die tomotische Fauna ist aber auch aus einem anderen Grund wichtig. Sie markiert das Auftauchen einer Gruppe von Organismen, die höchstwahrscheinlich zum Stamm der Porifera gehören, nämlich den Schwämmen, den Archaeociates. Obwohl dieser Stamm am Ende des Kambriums verschwand, waren die Archaeozyten die allerersten Biokonstrukteure, die zusammen mit den Kalkmikroben kalkbildende mikrobielle Gemeinschaften bildeten. Sie waren in der Lage, organische Massen zu erzeugen, die 1 bis 2 Meter hoch waren und einen Durchmesser von einigen Metern hatten. Diese kalkhaltigen Schwämme schmückten dann den Meeresboden wie nie zuvor. Diese massiven Organismen waren die Vorläufer des komplexen Riffökosystems, das sich ein paar Millionen Jahre später gegen Ende des Ordoviziums entwickelte. Alles, was von der tomotischen Fauna übrig geblieben ist, ist die Kategorie der Schwämme. Wenn sich Organismen im Kambrium in einem solchen Ausmaß entwickeln konnten, waren sie nicht die einzigen. Wir haben bereits einen Superpredator namens Anomalocaris beobachtet. Diese merkwürdige, außergewöhnlich große Garnele, die manchmal mehr als einen Meter lang war, war nicht die einzige, die auf dem Meeresboden Schrecken verbreitete. Eine neue Entdeckung, die im Juni 2022 veröffentlicht wurde, weist auf die Existenz eines weiteren riesigen Arthropoden hin, der zur Gruppe der Radiodonten gehört. Es handelt sich um den Titanocoris gainesi. Seine Überreste wurden gerade in der fossilen Formation Burgess Shale im Kootenay National Park in British Columbia gefunden. Sein Name, eine Anspielung auf das Wort Titan, ist selbsterklärend und zeugt von der außergewöhnlichen Größe dieses Tieres. Die Endung Choris bedeutet auf Griechisch Helm. Mit einer Länge von etwa 1,5 Meter war die Größe dieses Tieres zu dieser Zeit der Tiergeschichte absolut atemberaubend. Auch wenn es heute fast unbedeutend erscheinen mag, sollte man nicht vergessen, dass die meisten Lebewesen zur gleichen Zeit nicht mehr als ein Fünftel dieser Größe hatten, mit Ausnahme des Anomalocaris saron, den wir bereits kennengelernt haben. Wie seine hurdidischen Vettern, eine Untergruppe der Radiodonten, zeichnete sich Titanocoris gainesi durch einen außergewöhnlich langen Kopf aus, der von einem dreiteiligen Panzer mit verschiedenen Formen bedeckt war. Der Kopf dieses Exemplars war im Verhältnis zum Rest des Körpers so unverhältnismäßig lang, dass manche ihn als Schwimmkopf bezeichnen. Sein Maul hatte die Form eines Kegels mit mehreren strahlenförmigen Platten, die mit Zähnen besetzt waren. Gestielte Augen mit mehreren Facetten krönten den Mund. Ein paar langer, nach hinten gerichteter, in Krallen endender Frontalfortsätze flankierte den Kopf. Der Rumpf schließlich, der aus mehreren Klappen bestand, die sicherlich das Schwimmen erleichtern sollten, trug Kiemen und endete in einem vorderen Stachel. Dieser Koloss, dessen äußerer Panzer breiter und dünner war als der eines durchschnittlichen Radiodons, muss nahe am Meeresboden geschwommen sein. Da er an ein Leben in Bodennähe angepasst war, gehörte er wahrscheinlich zu den gefährlichsten Raubtieren, mit denen die Ozeane im Kambrium rechnen konnten. Kleinere Radiodonten hingegen waren, obwohl sie ähnliche körperliche Merkmale aufwiesen, Filterfresser. Das erklärt wahrscheinlich das mögliche Zusammenleben dieser beiden Radiodontenarten, wobei Titanocoris gainesi sicherlich lieber größere Beute verschlang als seine Cousins. Die Untersuchung außergewöhnlicher Faunen wie die von Cheng Yang, Burgess und vielen anderen, sowie die zahlreichen paläontologischen Daten lassen uns behaupten,
dass zu Beginn des Kambriums ein komplexes marines Ökosystem neu entstanden ist. Während die Tierwelt vor der kambrischen Explosion bereits sehr vielfältig war und mehrere Fühler mit unterschiedlichen Strategien zur Nutzung der Umwelt umfasste, war die anatomische Organisation der Exemplare noch relativ einfach. Im Kambrium erlebten wir nicht nur eine beispiellose Vermehrung von Lebewesen, sondern vor allem die Entstehung neuer anatomischer und funktioneller Formen, die weitaus komplexer waren als je zuvor. Aus sensorischer Sicht ist die Evolution durch das Auftauchen von Augenorganen und Fühlern gekennzeichnet. Die Organismen sind mit Kiemen und einem Kreislaufsystem ausgestattet, was beweist, dass sie ein Atmungssystem hatten. Was die Ernährung betrifft, so entstanden komplexe Verdauungssysteme. Einige Tiere besaßen Systeme zum Einfangen von Nahrungspartikeln und, im Falle von Raubtieren, sogar Greiforgane. Auch bei der Fortbewegung gab es mehr oder weniger zahlreiche Anhängsel- und Schwimmorgane. Nicht zu vergessen sind die auffälligen Anhängsel der Gliederfüßer, von denen einige zu Gruppen wie den Krebstieren geführt haben. Diese neuen anatomischen Besonderheiten gehen mit einem immer komplexeren marinen Ökosystem einher. Tiere sind nicht länger einfache Einzeller wie Prokaryoten und Eukaryoten oder sogar Vielzeller wie bestimmte Myxobakterien. Sie sind jetzt mit einer Vielzahl von spezifischen Organen ausgestattet, je nachdem, zu welchem Stamm sie gehören. Die Entdeckung von Organismen unterschiedlicher Bauart deutet darauf hin, dass es bereits eine stark strukturierte Nahrungskette gibt. Tatsächlich finden wir Priapulanwürmer im Sediment, zahlreiche Gliederfüßer, die auf dem Meeresboden lebten, und sogar schwimmende Raubtiere wie den furchterregenden Anomalocaris. Aber die Anatomie dieser Organismen, die auf wundersame Weise in den Fossilien erhalten geblieben ist, ist nicht der einzige Anhaltspunkt, um etwas mehr über diese neu aufgetauchten Tiere zu erfahren. In einigen Lagerstätten konnten Wissenschaftler den Mageninhalt und die Koproliten bestimmter Exemplare analysieren. Die Beobachtung der versteinerten Nahrung im Magen und sogar der Ausscheidungen, die noch im Darm vorhanden sind, hat relativ genaue Hinweise auf die Ernährung einiger dieser Tiere geliefert. Auf diese Weise konnte festgestellt werden, dass sich bestimmte Arten von anderen Tierarten ernährten. Diese Mageninhalte liefern direkte Hinweise auf tierische Interaktionen innerhalb der Nahrungskette. Im Burgess-Scheel wurden im Magen oder Darm einiger der untersuchten Tiere verschiedene organische und skelettartige Elemente gefunden. Der priapulanische Wurm Otoya schien sich von Hyoliten zu ernähren, jenen rätselhaften Organismen mit Hornschalen. In seinem Verdauungstrakt wurden mehrere ausgerichtete Muscheln gefunden. Der Gliederfüßer Sidneia hingegen ernährte sich auf vielfältige Weise. Im Verdauungstrakt dieses fleischfressenden Räubers, der zwischen 5 und 16 cm lang war, wurden zahlreiche Fragmente von Hyoliten, Trilobiten und Pradoreiden, kleinen zweischaligen Arthropoden, gefunden. Aber die Wissenschaftler haben sich nicht damit begnügt, die Verdauungstrakte bestimmter Arten zu beobachten. Unter den untersuchten Fossilien könnten einige Koproliten sein. Diese potenziellen fossilen Exkremente haben unterschiedliche Formen. Einige, die elliptisch sind und aus Ansammlungen von Skelettelementen bestehen, gehören zur Chengyang-Fauna. Sie enthalten hauptsächlich Fragmente von Vaptiiden und Pradoriiden, den kleinen zweischaligen Arthropoden, die den Meeresboden bevölkerten. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um die Ausscheidungen eines der größten Raubtiere des Anomalocaris, der fast einen Meter lang war. Andere Häufchen, die in Form eines Bandes gefunden wurden und fast ausschließlich aus Hyoliten bestehen, sind zweifellos die Überreste von fleischfressenden Priapulanwürmern.
Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass nicht nur endobentische Raubtiere wie Priapulaner die Wassersedimentgrenzfläche nutzten. Arthropoden, die sich am Boden bewegten, und Anomalocariden, die sich durch die Wassersäule bewegten, teilten sich die gleichen Jagdgründe. Außerdem wurden Spuren von Angriffen und Perforationen auf dem Panzer einiger Trilobiten gefunden. Sie wurden mit Sicherheit von Anomalocarididen verursacht und zeugen von der blutrünstigen Atmosphäre, die auf dem Meeresboden herrschte. Auch auf den Schalen der australischen Molluske Marocella aus dem Unterkambrium wurden Frakturen und Regenerationsspuren festgestellt, die sicherlich auf Raubtiere zurückzuführen sind. Diese kleinen Organismen mit biomineralisiertem Exoskelett waren ebenfalls ständigem Raubbau ausgesetzt. Im Kambrium entstanden also die ersten Ökosysteme mit einer komplexen trophischen Struktur, insbesondere im Tierreich. Biologische Interaktionen wie zum Beispiel Räuber-Beute-Beziehungen sind offensichtlich. Neue ökologische Nischen, sowohl im bentischen als auch im pelagischen Bereich, wurden von einer Vielzahl von Räubern besetzt, darunter Aasfresser, Detritusfresser und Suspensionsfresser. Obwohl der pelagische Bereich im Unterkambrium wahrscheinlich nicht vollständig von schwimmenden Arten besetzt war, ist die Konzentration von Tieren in hyperbentischen Umgebungen in Bodennähe offensichtlich. Dies war sicherlich der erste Schritt zur Besiedlung der Wassersäule, gefolgt von der Entstehung pelagischer Nahrungsketten. Aber was waren die Faktoren, die eine solche Entwicklung auslösten? Die Etablierung dieses völlig neuen Ökosystems basiert auf einer Reihe von entscheidenden Ereignissen und Innovationen. In den frühen Stadien der Evolution der Metazoen waren Klima, Wasserchemie und Sauerstoff höchstwahrscheinlich wichtige Umweltfaktoren. Aber der Erwerb eines komplexeren Nervensystems, neuartiger Sehorgane und verbesserter motorischer Fähigkeiten durch einige Arten hat sicherlich die Einführung neuer Selektionsmechanismen wie Raubtiere ermöglicht. Die Lichtschaltertheorie legt nahe, dass die Einführung des Sehvermögens in die frühkambrischen aquatischen Gemeinschaften der Hauptauslöser für diese ökologische Erneuerung war. Dies hätte zu einer völlig neuen Art der Interaktion zwischen den Tieren geführt und aktive Prädation ausgelöst. Es folgte eine Kaskade von Rückkopplungseffekten wie Abwehrreaktionen bestimmter Beutetiere, das Auftreten von Exoskeletten, Biomineralisierung und sogar neue Verhaltensweisen. Entscheidende Verbesserungen in der Funktionsweise des Nervensystems der frühen Metazoen könnten zur Entstehung neuer lebenswichtiger Funktionen wie Sehen, Koordination der Gliedmaßen, Fortbewegung und sogar aktiver Raubtiere geführt haben. Diese neuen Fähigkeiten veränderten unbestreitbar das Verhalten der Tierwelt und veränderten die ökologischen Regeln erheblich. Andere Hypothesen besagen, dass sich die Zusammensetzung des Phytoplanktons während des Übergangs vom Präkambrium zum Kambrium stark verändert hat, was eine explosionsartige Vermehrung der Tiere ermöglichte. Ein Anstieg des atmosphärischen Sauerstoffs könnte auch die physische Evolution großer Tiere mit höherem Stoffwechsel ermöglicht haben. Die Biomineralisierung der Tiere in diesem Zeitraum ist jedoch das wichtigste Ereignis, das aufgezeichnet wurde. Seine Auswirkungen auf das Funktionieren der frühen Ökosysteme können nur äußerst bedeutend gewesen sein. Während das Kambrium einen beispiellosen Boom in der Entwicklung des Lebens erlebte, folgte auf die kambrische Explosion ein erstes Aussterben, das vor 520 bis 540 Millionen Jahren seinen Höhepunkt erreicht zu haben scheint. Ein bedeutendes Ereignis ereignete sich jedoch vor etwa 485 Millionen Jahren. In dieser ersten Periode des Paläozoikums erlebten die vielzelligen Lebewesen eine der vielen biologischen Krisen, die in den folgenden Perioden alle Lebensformen betreffen sollten.
Über 85% der Arten der Biosphäre verschwanden. Was geschah also auf dem Planeten, um solche Auswirkungen auf das Leben zu haben? Es ist zwar bekannt, dass 99% der Arten, die jemals auf unserem Planeten existiert haben, irgendwann ausgestorben sind, aber die große Mehrheit von ihnen starb im Rahmen eines normalen Artensterbens aus, das mit der begrenzten Dauer ihrer biologischen Existenz zusammenhängt. Im Kambrium jedoch verschwanden bestimmte Arten plötzlich, wie auch viele andere, die die Entwicklung des Lebens auf der Erde unterbrochen haben. Einige Forscherinnen und Forscher vermuten, dass das Klima zu Beginn des mittleren Kambriums schnelle Schwankungen zwischen heiß und kalt erlebte. Diese klimatischen Veränderungen wären so schnell gewesen, dass viele Arten keine Zeit gehabt hätten, sich anzupassen und zu überleben. Eine starke globale Abkühlung und Schwankungen des Meeresspiegels hätten die terrestrische Umwelt verändert und die Lebensbedingungen auf dem Planeten erheblich beeinträchtigt. Aber worauf basiert diese Theorie? Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler haben erfolgreich Laven aus der Vulkanprovinz Kalkarindji in Australien sowie über 2 Millionen Quadratkilometer magmatisches Gestein in Northern Territory von Westaustralien datiert. Ihre Ergebnisse belegen, dass diese Laven, die sehr schnell ausgestoßen wurden, zur gleichen Zeit vor etwa 510 Millionen Jahren entstanden sind. Diese Ereignisse stimmen gut mit dem Massenaussterben im frühen Mittelkambrium überein. Außerdem zeigt die chemische Analyse dieser Basalte, dass sie einen relativ geringen Schwefeldioxidgehalt aufweisen. Nach einem großen Vulkanausbruch führt ein Anstieg des Schwefeldioxid in der Atmosphäre jedoch unbestreitbar zu einer vorübergehenden Abkühlung des Klimas. Könnte es eine neue Eiszeit gegeben haben, die zwar weniger schlimm war als die Waranga-Vereisung, die das Proterozoikum beendete, aber einen Großteil der entstehenden Flora und Fauna dezimiert hätte? Eine andere Hypothese besagt, dass die Ozeane und die Atmosphäre an Sauerstoff verarmt und mit Kohlendioxid angereichert wurden. Dieser globale Treibhauseffekt hätte die Erderwärmung verursacht. Aber wie ist dieser Treibhauseffekt zustande gekommen? Vor der kambrischen Explosion war der Meeresboden mit organischem Material bedeckt, das sich im Laufe der Zeit angesammelt und eine dicke, dichte Schicht gebildet hatte. Einigen Wissenschaftlern zufolge störte das schnelle Auftauchen der kambrischen Fauna das ruhige Gleichgewicht des Meeresbodens. Die Tiere, die damals in großer Zahl auftreten, hätten all diese organischen Schichten aufgewirbelt. Indem sie die organische Substanz im Boden zerkleinerten und zersetzten, setzten die Würmer und Gliederfüßer einen Mechanismus in Gang, der Sauerstoff verbrauchte und Kohlendioxid freisetzte. Dadurch wurde diese Explosion des Lebens gewissermaßen zur Selbstsabotage, da sie den Sauerstoff nicht nur aus den Ozeanen, sondern auch aus der Atmosphäre abzog. Infolgedessen dezimierten die anoxischen Gewässer die kambrische Fauna massiv und führten zum Aussterben zahlreicher Trilobitenarten. Geologische Aufzeichnungen zeigten jedoch, dass einige Arten überleben konnten, da sich ihre Körper an die sauerstoffarme Umgebung angepasst hatten. Schließlich könnte eine außerirdische Ursache wie ein Meteoriteneinschlag oder die Supernova-Explosion eines nahen Sterns, die einen tödlich starken Gammastrahlenausbruch erzeugt, die endgültige Erklärung sein. In nur 10 Sekunden wäre die Ozonschicht in der Atmosphäre zerstört worden und hätte das Meeresplankton nicht mehr vor den verheerenden ultravioletten Strahlen geschützt, die den Ursprung der damaligen Nahrungskette bildeten. Eine neue Eiszeit hätte dann langsam eingesetzt und den Superkontinent Gondwana am Südpol mit einer riesigen Eiskappe bedeckt.
Durch den gesunkenen Meeresspiegel und die verlangsamte Ozeanzirkulation hätte der niedrige Sauerstoffgehalt zu viel schwierigeren Lebensbedingungen geführt. Das Zeitalter des Kambriums endete mit einem massiven biologischen Aussterben, dem sogenannten kambrisch-ordovizischen Aussterben. Brachiopoden, Konodonten und Trilobiten waren die Tiere, die den größten Rückgang der Artenzahl erlebten. Aber wie bei jedem Ereignis dieser Art übernehmen die überlebenden Arten die freigewordenen ökologischen Nischen. Die Natur zeigt eine unerwartete Widerstandsfähigkeit und trotz der unattraktiven Umgebung gedeiht das Leben weiter. In einem viel ruhigeren Ozean kehrt das Leben zur Normalität zurück. Die Überlebenden vermehren sich und es entstehen neue Arten. In diesem Moment der Evolution scheint der Planet Erde in der vollen Trächtigkeit zu sein. Wird sich das Leben, das zuerst in einer aquatischen Umgebung entstand, bald auf das Festland ausbreiten? Wenn wir bestätigen können, dass dies tatsächlich der Fall sein wird, wird sich diese spektakuläre Evolution der Arten in der nächsten Periode weiterentwickeln? Im Moment geht das Kambrium in das Ordovizium über. Eine neue Ära, in die sich der Weltozean und die Erdatmosphäre stark abkühlten.